Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Almut von Tresco. Ich bin Mitglied im Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft und begrüße Sie sehr herzlich, sowohl hier im Saal als auch an Ihren Bildschirmen, wo Sie uns im Livestream oder zeitversetzt zusehen können. Ein extra Willkommen an zwei Leistungskurse POVI von der Schillerschule. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Frankfurt Next Generation hören wir heute Abend zunächst einen Vortrag über die ehrliche Marktwirtschaft mit dem etwas bedrohlichen Untertitel »Warum alles teurer werden muss«. Dieses Thema betrifft nicht nur die Grundfesten unserer Wirtschaft, sondern auch die ethischen Dimensionen, die unsere Geschäftspraktiken leiten sollen, wenn wir dauerhaft nachhaltig wirtschaften wollen. Dabei sollen nicht nur Mängel benannt, sondern auch mögliche Systemlösungen aufgezeigt werden. Mit besonderem Vergnügen begrüße ich den Referenten des heutigen Abends, Professor Dr. Volker Moosbrugger, Präsident der Polytechnischen Gesellschaft und als eines von vielen weiteren Ehrenämtern Sprecher der Forschungsinitiative Erhalt der Artenvielfalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Frau Judith Kösters. Frau Judith Kösters ist Journalistin beim Hessischen Rundfunk, betreut dort das Bildungsangebot Funkkolleg und ist Mitglied des Thementeams Klima im Hessischen Rundfunk. Sie wird den Referenten näher vorstellen und die anschließende Diskussion moderieren. An dieser Diskussion können Sie sich auch über die Live-Chat-Funktion bei YouTube beteiligen oder uns Fragen per E-Mail an ptg@polytechnische.de zusenden. Ich wünsche einen erfreulichen Abend. Vielen Dank, Frau von Tresco. Ich begrüße Sie auch noch ganz kurz und ganz herzlich im Namen der Polytechnischen Gesellschaft und im Namen von HR Info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. Ich wollte auch noch kurz Herrn Professor Moosbrugger vorstellen. Jetzt haben Sie es eigentlich schon halb gemacht. Dann kann ich Ihnen kurz erzählen, als wir den Trailer gemacht haben bei HR Info, der diese Veranstaltung nochmal beworben und angekündigt hat, da stand der Kollege da und hat gesagt, wie beschreibe ich jetzt den Herrn Professor Moosbrugger, was sage ich da? Und dann haben wir überlegt, Biologe, Paläontologe, aber er macht so viel und diese Initiative leitet er auch noch und das. Und am Ende wurde er ein renommierter Umweltforscher. Also das ist meine, darauf haben wir uns dann geeinigt. Genau. Und mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich freue mich auf Ihren Vortrag, Herr Moosbrugger. Ja, vielen Dank, liebe Almut. Vielen Dank, Frau Kösters. Wenn ich selber gefragt werde, sage ich eigentlich am liebsten, ich bin Naturforscher. Das werden Sie nachher auch gleich sehen. Hat ja auch immer ein bisschen Bezug zu einem der ganz Großen in dem Bereich, nicht Alexander von Humboldt. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind zu diesem Thema. Ich dachte erst, klingt vielleicht ein bisschen spröde und da haben die Leute nicht so viel Lust dazu. Dann haben wir gedacht, wir setzen noch den provokanten Untertitel, warum alles teurer werden muss. Das bringt dann die Leute vielleicht ein bisschen in Wallung. Schauen wir mal, was heute im Laufe des Abends noch passiert. Ich beginne mit diesem Bild vom New Scientist, der einfach vor zwei Wochen oder so, Internetvariante, der deutlich macht, dass wir alle die Erfahrung machen, wir sind von Krisen geschüttelt. Nicht? Sie sehen, die Gletscher schmelzen, wir haben den heißesten Sommer gehabt, wir haben Migrationswellen, wir haben El Niño noch zusätzlich. Und wir haben permanent natürlich dann auch die Folgeprobleme in der Gesellschaft, nicht nur Migration, sondern eben auch Kriege, Finanzkrisen und, und. Wir alle suchen irgendwie nach Lösungen für diese, wie das oft beschrieben wird, multiple Krisen. Ich will Ihnen heute zeigen, dass es irgendwie so etwas wie eine Systemlösung gibt für alles gemeinsam und die irgendwie auch mit der Marktwirtschaft zusammenhängt, wenn sie denn ehrlich gemacht wird. Das ist insofern ganz interessant, weil eben als Folge von diesen Krisen mehr und mehr Intellektuelle auf den Plan treten und sagen, der Kapitalismus hat abgewirtschaftet und eigentlich wieder eher für eine Revolution plädieren. Ich will Ihnen deutlich machen, dass eine ehrliche Marktwirtschaft, bei der alles teurer wird,
hilfreich ist. Warum? Weil dann die Chance besteht, oder das ist eigentlich der Zweck des Ganzen, dass der Wohlstand für alle tatsächlich wächst. Das ist also die Herausforderung. Und unten steht dann nochmal der Spruch, nicht, den man sich schon immer vergegenwärtigen muss, gerade in solchen Zeiten. Es muss sich schon alles ändern, wenn irgendwie die Grundverhältnisse ähnlich bleiben sollen. Alles bewahren ist eigentlich kontraproduktiv. Fangen wir an mit einem kurzen Blick, wo wir heute stehen. Beide Bilder zeigen Ihnen die Klimathematik, das linke Bild, der heißeste Sommer, den wir je aufgezeichnet haben. Das rechte Bild zeigt, wo wir klimatisch hinlaufen. Wir wünschen uns irgendwas bis Ende 2100, dass wir bei unter 2 Grad, vielleicht bei 1,5 Grad landen. Diese Grafik zeigt ganz klar, wir landen irgendwo zwischen 2,6 und 2,9 Grad Celsius. Und dabei muss man wissen, nicht, wenn wir 2100 irgendwo bei 2,7, 2,8, 2,9 landen, dann ist das System Erde noch lange nicht irgendwie in der Balance. Bis es in Balance kommt, das geht hunderte von Jahren. Also das ist nicht kurzfristig, wo man sagt, ja, in 70 Jahren ist es dann rum. Nee, das wird uns lange beschäftigen. Und unten habe ich Ihnen noch ein paar Kosten aufgelistet, die jetzt nur für Deutschland gelten. Und die betreffen eigentlich nur den Impact auf Infrastruktur. Also das sind die Todesfälle durch Hitzen, Gesundheitsschäden und, sind alle nicht mitgerechnet. Wir haben das Thema Artensterben. Da kann man immer diskutieren, wie wichtig sind alle Arten. Entscheidend ist, dass an den Arten Ökosystemleistungen hängen. Und davon hängen wir ab. Den Mars können wir nicht besiedeln, weil es da keine Ökosystemleistungen gibt. Und das, was wir an Arten verlieren, entspricht zu einer volkswirtschaftlichen Wert von etwa 5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Nicht, das sind amerikanische Trillions, die sind bei uns dann Billionen. Also das Artensterben hat enorme ökonomische Konsequenzen und auch die Zunahme an Katastrophen, zum Beispiel Erosion, Muren und, hängt damit unmittelbar zusammen. Das Thema Plastik kennen Sie auch, Plastik everywhere. Wir haben es auch in unseren Venen inzwischen, Mikroplastik und auch das Thema Emergent Diseases, neue Krankheiten. Covid haben wir hinter uns, die nächste Pandemie kommt so sicher wie es Amen in der Kirche. Wir haben pro Jahr 5 neue Krankheiten, die auf uns zukommen, die es vorher so nicht gab bei uns, als Folge von Zoonosen, als Folge, dass wir mehr und mehr auf die Natur eindrängen. Und dann die Folgeerscheinungen von all dem, Unruhenverteilung über die ganze Erde, Kriege, die zunehmen und wir müssen befürchten, dass das, was wir heute an Kriegen haben, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist und natürlich die Migrationsverhältnisse nehmen dramatisch zu. Die Vorhersagen sind, wir sind jetzt bei etwa 80 Millionen Migranten, die jedes Jahr auf Wanderschaft gehen. Wir rechnen damit bis Ende 2100 irgendwo in der Größenordnung 400 bis 600 Millionen Menschen, die wandern. Und Sie sehen auch an der Grafik, wir Europäer sind nicht diejenigen, die am stärksten betroffen sind. Uns geht es insgesamt immer noch vergleichsweise gut mit der Herausforderung Migration. Die Welt ist aus den Fugen und die Frage ist, die ich jetzt zunächst mal mit Ihnen betrachten möchte, wie kam es dazu? Der erste Teil meines Vortrags nach dieser kleinen Situationsbeschreibung, wo wir stehen, ist ein bisschen theoretisch. Am Ende bringe ich Ihnen dann nachher eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen sollen, das, was ich jetzt theoretisch ein bisschen ableite, dass das durch die ganzen Daten und Beispiele gestützt wird. Wir fangen an mit der Entwicklung irgendwie so 1870. Was Sie da sehen an der Y-Achse ist der sogenannte Historical Index of Human Development. Da versucht man, die menschliche Entwicklung insgesamt in einem Index zusammenzufassen. Da geht es um Einkommen, da geht es um Lebenserwartung, da geht es um Gesundheit, da geht es um Ernährung, da geht es um Bildung. Und der ist hier aufgetragen von 1870 bis 2015. Und Sie sehen, für alle Länder, die da drauf sind, geht es bergauf über die 45 Jahre. Und das gilt eigentlich für alle Länder und gilt global. Das heißt, bis 2018, 19 werde ich Ihnen gleich zeigen, ging es in der globalen Entwicklung nur bergauf und das, obwohl sich die Weltbevölkerung in dieser Zeit enorm vergrößert hat. Als ich geboren wurde, ich bin Jahrgang 1953, da können Sie sehen, da waren wir bei einer Weltbevölkerung von etwa 2,5 Milliarden. Heute im Jahr 2023, da sind wir irgendwo bei 8 plus
Milliarden. Wir haben es also in den letzten 70 Jahren mehr als verdreifacht und trotzdem geht es uns allen, zumindest bis 2019, besser als je zuvor. Eine unglaubliche Leistung, aber die hat natürlich eine Downside. Alle dieser Wohlstand kommt natürlich irgendwo aus der Natur. Wir haben ja nichts anderes außer unserem Gehirn und der Natur. Und was Sie hier sehen auf der linken Grafik, ist das, was wir die Great Acceleration nennen, die große Beschleunigung. Der Verbrauch an Ressourcen, die Nutzung von Ressourcen. Und da können Sie alles Mögliche sich angucken, CO2-Konzentration oder Primärenergieverbrauch oder Papierproduktion, was immer. Sie haben immer dieses exponentielle Wachstum. Und Sie sehen, dass es richtig losgeht 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist nicht nur in Deutschland so, Wirtschaftswunder Deutschland, das ist weltweit so, je nachdem ein bisschen unterschiedlich. Und dieser Ressourcenverbrauch, diese Übernutzung der Natur, das bezeichne ich eben als ein Systemproblem, eine Systemkrise. Und deswegen sind diese ganzen Themen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die hängen alle damit zusammen, dass wir diese Übernutzung der Natur haben. Das führt dazu, dass wir inzwischen eben mehr Ressourcen verbrauchen auf unserer Erde, als normalerweise nachwachsen. Und das weiß jeder, der mit Finanzen sich auskennt. Wenn ich irgendwie ein bestimmtes Kapital habe und habe nur 3% Rendite, dann kann ich auch eigentlich nur die 3% Rendite verwenden und kann nicht plötzlich 10% meines Kapitals verbrauchen. Nicht? Das tun wir aber nicht. Das hat zur Konsequenz, dass wir weltweit so viel Ressourcen verbrauchen wie auf 1,5 Erden, da uns steht 1,7, auf 1,7 Erden im Jahr nachwachsen würden. Wir haben aber nur eine. Sie kennen das Thema Earth Overshoot Day. Das beschreibt den Tag für ein bestimmtes Land oder eben für den Globus, wo wir alle Ressourcen aufgebraucht haben, die in diesem Jahr und auf dieser Fläche nachwachsen. Wenn wir im Gleichgewicht wären, wäre dieser Earth Overshoot Day der 31.12., nicht? Dann würden wir am Ende dieses Jahres alle Ressourcen, die 2023 nachwachsen, verbraucht haben. Und das sehen Sie an dieser linken Grafik. 1970 war der Earth Overshoot Day noch im Dezember. Da waren wir noch nachhaltig. Da haben wir so viel verbraucht, wie eigentlich nachwächst. 1950 ging es los, 1970 haben wir die Nachhaltigkeit verloren. So seit, oder jetzt 2022, haben wir einen Earth Overshoot Day irgendwo Mitte des Jahres, nämlich im Juli. Und da sehen Sie natürlich rechts, je nach Verbrauch in den einzelnen Ländern, ist der Earth Overshoot Day sehr viel früher. Also bei uns in Deutschland liegt er heute irgendwo im Mai eigentlich. Also wir sind deutlich schlechter natürlich als der globale Durchschnitt. Und deswegen sage ich, die Nachhaltigkeit, also irgendwie wieder zu einem Earth Overshoot Day 31.12. zu kommen, das ist die größte Herausforderung für unser Zeitalter, das wir Anthropozän nennen, eben das Zeitalter des Menschen. Und tatsächlich kann man vermuten, dass eben diese Wohlstandsentwicklung, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, Historical Index of Human Development bis 2015, dass das inzwischen zu Ende ist. Was Sie hier sehen, ist jetzt nicht historical, sondern das ist gemessen seit 1990 von den Vereinten Nationen. Die messen einen Human Development Index seit 1990 global gemittelt über die Länder, über die ganzen Informationen, die die Länder liefern. Und seit 2019 sinkt er wieder. Also man könnte jetzt vermuten, dass die globale Wohlstandsparty rum ist. Das heißt nicht, dass sie für alle Länder rum ist. Nicht? So, das kann für einzelne Länder weitergehen, aber vieles spricht dafür, dass die globale Wohlstandsparty für den Globus rum ist, was immer natürlich auch bedeutet, das heißt mehr Migration, das heißt mehr kriegerische Auseinandersetzung. Ich habe zwei Fragezeichen dahinter gemacht. Das könnte auch noch eine gewisse Nachfolge von Covid sein. Es ist vor Covid eingetreten, aber wir müssen es beobachten. Meine Erwartung war auf jeden Fall, seit 20 Jahren, sage ich, an irgendeiner Stelle knickt es. Ich fand das ganz interessant, das ist der Bericht, der im September 2022 rauskam. Den hat kaum jemand zur Kenntnis genommen. Für mich war das der erste Indikator eben, dass das, was wir über die letzten 70 Jahre entwickelt haben, dass das sich dem Ende zuneigt. Und so kommen jetzt auch mehr und mehr wirklich so dramatische Beschreibungen.
Cindy McCain, das ist die relativ neue Chefin des Welternährungsprogramms, hat in der Zeit ein Interview gegeben, sagt, manche Leute sagen, die Welt brennt. Das ist eine ziemlich akkurate Beschreibung. Oder kürzlich in Nature, the world's plan to make humanity sustainable is failing. Wir hatten uns ja vorgenommen, bis 2030 nachhaltig zu werden. Und da gab es die große UN-Konferenz in New York, die ganz offensichtlich deutlich macht, dass wir weit davon entfernt sind, bis 2030 dieses Ziel zu erreichen. Also, Situationsbeschreibung, meine Perspektive, das System, in dem wir leben, global, Europa und auch national in der Bundesrepublik, dieses System ist nicht zukunftsfähig. So wie es jetzt funktioniert, ist es nicht zukunftsfähig. Ich rede hier von einem sozialökologischen System, das meint, es geht um uns Menschen und es geht um die Natur. Und alles, was wir machen, kann ich letztlich zurückführen, sehr vereinfacht, auf drei Kapitalformen. Ich habe auf der einen Seite, das sehen Sie links oben, das Human Capital. Das ist das, was wir machen können. Dann auf der rechten Seite das Produced Capital, das ist das Wirtschaftskapital, das sind die Gebäude, die gesamte Infrastruktur, die wir haben, mit der wir dann arbeiten können. Und ganz unten das Natural Capital. Und ohne das Natural Capital gäbe es weder ein Human Capital noch ein Produced Capital. Alles hängt von diesem Naturkapital ab. Und deswegen können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Sie das reduzieren, hat es, wenn Sie das Naturkapital aufessen gewissermaßen, hat das langfristig Konsequenzen für das Human Capital und das Produced Capital. Um das nochmal deutlicher zu machen, worum es geht, Naturkapital heißt, es geht damit um die Luft, alles was wir mit Luft, Klima machen. Es geht um Wasser in allen seinen Formen, inklusive Eis, Gas. Es geht um Boden und Gesteine und es geht um das Leben, die Biosphäre. Das zusammen, alles das ist das Naturkapital, mit dem wir arbeiten. Und bei Naturkapital ist eins noch wichtig, das steht da. Naturkapital ist einerseits eine Quelle, liefert uns Material, mit dem wir arbeiten können, aber es ist auch eine Senke, wo wir unseren Mist dumpen können. Nicht? Also das Naturkapital ist für uns wichtig als Quelle, aber ebenso auch als Senke, wo wir etwas ablagern können, was wir so nicht mehr brauchen. Und diese Systemkrise, die ich Ihnen beschrieben habe, sieht für mich irgendwie so aus. Wir haben bis 1970 einigermaßen nachhaltig, global, national nicht, aber global nachhaltig gewirtschaftet. Das tun wir seit 50 Jahren nicht mehr. Das Naturkapital ist übernutzt und deswegen haben wir diese ganzen Themen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, Klimawandel, Artensterben, Plastik und, und. Und dieses wiederum hat zur Folge, dass wir natürlich auch Krisen haben im Human Capital. Wir sehen, dass der Hunger wieder zunimmt, die Migration nimmt zu, die Lebenserwartung in vielen Ländern sinkt, Gesundheit und Bildung nimmt in vielen Ländern ab und natürlich dann auch die Unruhen und auf der rechten Seite das Produced Capital, die Wirtschaft kriselt, wir haben die Transformationskosten zu tragen, wir alle arbeiten dran, wie können wir denn eigentlich unseren Earth Overshoot Day jetzt in Deutschland, global vom Juli irgendwo wieder zurück auf den 31.12. schieben. Wir haben wachsende Kritik an dem System natürlich, was ebenfalls wieder zu Unruhen führt. Und wir haben diese ganzen Weltunordnungskosten, die eben aus dem neuen Nationalismen, Deglobalisierung und entsteht. Also aus meiner Sicht ist die primäre Ursache schon, hängt mit dem Naturkapital zusammen. Da stoßen wir an Grenzen. Das hat Folgen für die drei beiden anderen Kapitalformen. Insgesamt aber ist es schon eine systemische Krise und deswegen brauchen wir natürlich auch eine große Transformation. Das heißt, für mich bedeutet es, separat jetzt über Klimawandel zu diskutieren, wie kriege ich den weg, separat über Artensterben zu reden, separat über Plastik zu reden, das ist alles relativ schwierig, sondern ich brauche eigentlich eine Systemlösung. Sie alle wissen, wir haben jetzt demnächst in Dubai, am 1. Dezember geht es los, eine Klimakonferenz. Wir hatten letztes Jahr in Montreal eine große Biodiversitätskonferenz. Die tagen alle getrennt, diskutieren getrennt über Ziele.
Und wenn Sie angucken, was passiert, dann stellen Sie eben fest, es passiert vergleichsweise wenig. Das heißt, meine Aussage ist, eine Systemkrise der Übernutzung der Natur braucht eine Systemlösung für Nachhaltigkeit. Und ich bringe hier das Beispiel Alkoholismus. Wenn ich Alkoholiker bin, dann habe ich mit all diesen Dingen Probleme. Ich habe ein Problem mit meinem Krebsrisiko in Mundhöhlen, ich habe Probleme mit der Koordination im Gehirn, ich habe Leberprobleme, ich habe Übergewicht, Darmstörungen und, und. Jetzt könnte ich hingehen, das sind alles multiple Krisen. Die Leber, da gehe ich zum Internisten und vom Gehirn gehe ich zum Neurologen. Das hilft alles nichts. Das Problem ist, dass ich Alkoholiker bin. Solange ich meine Sucht nicht im Griff habe, kriege ich das Thema eigentlich nicht geregelt. Ja? Ich kann lindern an der einen oder anderen Stelle. Und wenn Sie fragen, was ist unsere Sucht, von der wir nicht loskommen, das ist Übernutzung des Naturkapitals. Das ist unsere Sucht und das müssen wir lösen. Nicht getrennt Klima und Artensterben, Plastik und so alles separat, sondern eigentlich muss das ein kohärentes Konzept sein. Es gibt viele Vorschläge, wie man da dran gehen soll. Sehr viele, ich zeige Ihnen hier nur ein paar Bücher, die unterschiedlich revolutionär sind. Die schwanken so ein bisschen in den Extremfällen weiter so. Wenn wir effizienter werden, wird alles gut. Die anderen sagen, andere Extrem sagen, nur Degrowth funktioniert. Wir müssen also rückbauen, verzichten, rückbauen. Und andere gehen dahin und sagen, wir brauchen eine Revolution. So wie das jetzt funktioniert, funktioniert es überhaupt nicht. Ich will ein anderes Modell entwickeln, wie es gehen kann, was keinem dem entspricht, was aber von der Konzeption uralt ist, 100 Jahre alt. Ich betrachte noch mal ganz kurz, damit man versteht, wo ich eigentlich hin will, woher wir kommen. Ich zeige Ihnen hier ein Bild. Auf der linken Seite Weltbevölkerung 1950, 2,5 Milliarden. Wir würden das bezeichnen als eine leere Welt aus heutiger Sicht. Da gab es genügend Natur. Und in dieser Zeit haben wir etwas entwickelt, was wir soziale Marktwirtschaft nennen. Das heißt, wir kümmern uns um das, was über dem blauen Balken ist rechts. Wir kümmern uns um das Produce Capital. Am Anfang war das der Cowboy-Kapitalismus. Irgendwann in den 50er Jahren nach dem Weltkrieg haben wir uns dann auch begonnen, stärker um das Humankapital zu kümmern, also anständig mit Arbeiterinnen und Arbeitern umzugehen. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Es ist nicht ein Cowboy-Kapitalismus, Maximierung des Profits, sondern auch Erhalt des Humankapitals und ein humanes Umgehen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern. Und was die Natur anbelangt, sind wir davon ausgegangen, das ist unendlich groß. Um das brauchen wir uns nicht zu kümmern. Das ist einfach da und das nutzen wir. Und das hat 1950 funktioniert und hat funktioniert bis 1970 und ab da wurde die Welt langsam voll. Nicht, wir gehen also von einer leeren Welt 1950 über in eine volle Welt. Und dann müssen wir lernen, dass die Natur auf einmal geschrumpft ist natürlich. Nicht? Mit 2,5 Milliarden war es kein Problem, mit 8 Milliarden ist es ein Problem, wenn man gleichzeitig noch bedenkt, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen natürlich auch gewachsen ist. Also wir sind nicht nur von 2,5 auf 8, sondern wir haben den Pro-Kopf-Verbrauch auch noch erhöht. Das heißt, wir müssen jetzt eine neue Strategie entwickeln, wie wir auch das Naturkapital in den Griff kriegen. Und terminologisch ist es einfach. Ich mache aus einer sozialen Marktwirtschaft, die also Markt und Humankapital in die Balance kriegt, zukunftsfähig kriegt, mache ich eine ökosoziale Marktwirtschaft, in der ich eben auch das Naturkapital in das Marktsystem integriere. Also salopp gesagt, ich internalisiere das Naturkapital in den Wirtschaftskreislauf. Und damit haben Sie auch gleich eine Definition, was nachhaltig wirklich ist. Das ist eine der, ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen, das ist eine der großen Probleme, dass wir meistens uns nicht wirklich darüber im Klaren sind, was wir mit nachhaltig meinen. Wir sagen, ich habe eine starke Nachhaltigkeit für ein System nur dann, wenn alle drei Kapitalformen, Human Capital, Produce Capital und Natural Capital, wenn alle drei Kapitalformen stabil bleiben, nicht schrumpfen. Sie dürfen gerne wachsen, aber sie dürfen nicht schrumpfen. Dann ist ein System zukunftsfähig. Hintergrund dafür ist, dass alle drei wachsen müssen, weil die nicht beliebig ersetzbar sind. Zum Teil sind sie ersetzbar, austauschbar, aber eben nicht vollständig.
Und das ist für mich auch der Grund, eine starke Nachhaltigkeit, da fokussiere ich nur auf die Summe dieser drei Kapitalformen und sage, eine schwache Nachhaltigkeit, Hauptsache die Summe wächst. Das geht aber eben nicht beliebig, weil das Naturkapital ein Minimumfaktor ist. Und das ist schon die Endlösung. Wie komme ich dahin? Das ist relativ einfach, um aus einer sozialen Marktwirtschaft eine soziale ökosoziale Marktwirtschaft zu machen. Das Prinzip können Sie jedem verklicken und jeder versteht das. Machst du dreckig, machst du sauber. Nicht? Wer eine Sauerei anstellt mit dem Naturkapital, ist auch dafür zuständig, dass es wieder hergestellt wird. Ein Prinzip, das uns allen logisch erscheint, das wir aber überhaupt nicht, was Naturkapital anbelangt, überhaupt nicht respektieren. Um das umzusetzen, brauchen Sie eigentlich nur die ersten beiden Punkte. Zunächst einmal müssen Sie eigentlich deutlich machen, was machen Sie, gegriffen jetzt als Unternehmen, aber auch ich als Volker Moosbrugger, als Person, was mache ich mit meinem Wirken bezogen auf diese drei Kapitalformen, Human Capital, Produced Capital, Natural Capital. Das muss ich offenlegen, ich muss es bilanzieren. Dadurch informiere ich auch alle über die sogenannten externen Kosten. Das sind nämlich die Umweltschäden, die ich beim Naturkapital erzeuge, ohne dass ich dafür zahle. Also wenn ich mit meinem Auto fahre und CO2 produziere, dann erzeuge ich natürlich Schäden, Klima verändert sich, ich zahle aber für das CO2 bisher nichts. Und diese Schäden, die dadurch entstehen, dass ich CO2 rauspuste mit meinem Auto, die müsste ich offenlegen. Das sind externe Kosten, die wir als Gemeinschaft tragen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, die Klimawandelkosten für Deutschland liegen irgendwo zwischen 300 und 900 Milliarden Euro in der nächsten Zeit. Das sind alles Kosten, die wir eigentlich einzeln hätten tragen müssen, die wir aber jetzt sozialisiert haben und wir als Gemeinschaft tragen müssen. Nicht? Und das ist das Erste. Ich lege offen, was ich als Institution, als Staat an externen Kosten jetzt hier mal nur bezogen auf Naturkapital generiere. Das Zweite ist, Sie internalisieren diese externen Kosten und sagen, alles, was ich kaufe, legt offen, wie hoch die externen Kosten sind. Ich kaufe Jeans. Die kosten vielleicht jetzt 60 Euro. Wenn ich die externen Kosten drauflege, würden sie 90 Euro kosten. Also die externen Kosten kommen auf meine Warenkosten obendrauf. Und dann nutze ich diesen Mehrertrag, den nutze ich, um nachher das Naturkapital wiederherzustellen. Ich zeige Ihnen ein paar Beispielen, wie das einfach funktioniert. Jetzt kommen wir mehr so zu den Beispielen, wo es praktischer wird. Es gibt hier in Frankfurt eine interessante Initiative, da oben sehen Sie den Namen, die heißt Value Balancing Alliance. Das ist eine Gruppe von Unternehmen, federführend ist BASF, die Deutsche Bank, Holcim, Novartis, SAP, Bosch sind da dabei. Die machen genau das. Die haben ein System entwickelt, mit dem sie offenlegen können, was machen sie als Unternehmen mit allen drei Kapitalformen. Human Capital, Produced Capital und Natural Capital. Und das ist jetzt für BASF für 2021 das gelblich Ocker oder was immer. Das ist der wirtschaftliche Wert, das blaue, das ist das Humankapital und das grüne ist das Natural Capital, das ist das Naturkapital. Und wenn Sie die Bilanz sehen insgesamt, dann sehen Sie, die haben eine ökonomische Wertschöpfung, die in der Größenordnung von 60 Milliarden liegt. Das Humankapital, primär gerechnet in Einkommen, in Kaufkraft, die den Menschen zur Verfügung gestellt wird, die dort arbeiten, von 70 Milliarden. Und dann sehen Sie rechts, ganz rechts in grün, minus 30 Milliarden Environmental. Das heißt, die legen offen, wir erzeugen Umweltschäden in Höhe von 30 Milliarden Euro. Und diese 30 Milliarden Euro zahlen wir alle an den Standorten, wo eben BASF letztlich mit seinen Unternehmen tätig ist. In diesem Prinzip, was ich Ihnen gerade gesagt habe, müssten Sie die 30 Milliarden auf Ihre Produkte aufschlagen. Das heißt, die Konsumenten würden insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro mehr zahlen und dieses Geld würde genutzt werden, um das Naturkapital wiederherzustellen. Also machst du schmutzig, machst du sauber. Nicht? Das können Sie
genauso machen mit der Landwirtschaft. Das hat Boston Consult mal gemacht. Die Bruttowertschöpfung, schon älter, 2019, aber es ist die schönste Grafik. Es gibt neuere Daten, aber das ist die schönste Grafik. Da sehen Sie rechts die 21 Milliarden. Das ist die Bruttowertschöpfung 2019 der deutschen Landwirtschaft. 21 Milliarden. Und rechts oben drüber sehen Sie die externen Kosten, die Umweltschäden, 90 Milliarden. Volkswirtschaftlich völliger Wahnsinn, die deutsche Landwirtschaft. Nicht? Sie machen 30 oder 20 Milliarden Gewinn und den rechnen Sie alle so. Und die 90 Milliarden rechnen Sie überhaupt nicht, weil Sie sagen, das machen wir irgendwie, lösen wir das später. Das wird sozialisiert. Jetzt müssten Sie die auch, genauso wie vorher, müssten Sie die internalisieren auf die Preise, Brot, Weizen, whatever, müssten Sie die aufschlagen. Das hätte Konsequenzen. Das hat Boston Consult auch mal gemacht. Was hätte das für Konsequenzen? Rindfleisch würde dann um den Faktor 5 bis 6 teurer. Das, was jetzt 2 Euro kostet, kostet nachher 10 Euro oder so. Nicht? Bei Schweinefleisch ist es deutlich geringer. Da sehen Sie schon mal, die Erzeugung von Schweinefleisch ist aus Umweltgesichtspunkten viel ökologischer als die Rindfleischerzeugung. Da haben Sie die extremen externen Kosten, beim Schweinefleisch sind die viel geringer. Und so paust sich das durch, bei den Eiern macht sich kaum bemerkbar und, und. Das wären jetzt die echten Kosten, wo die externen Kosten internalisiert sind. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, nicht? Diese 90 Milliarden, wenn man die internalisieren würde, würden für Umweltschutz zur Verfügung stehen. Und das würde jeder mit seinem Brot, mit seinen Eiern, mit seinem Rindfleisch, mit seinem Schweinefleisch bezahlen. Und dann würde ich das Naturkapital letztlich erhalten. Nicht? Also vom Prinzip eigentlich logisch. Ich habe dazu geschrieben, extra immer nicht. Den sozialen Ausgleich muss man schaffen. Das macht man dann aber an der Stelle über Steuerthemen. Nicht? Also das würde man nicht jetzt über das Marktsystem machen, sondern das würde man über Steuerthemen machen. Der Vorteil ist, da wo Sie hohe externen Kosten haben, da ist natürlich der größte Preisdruck und Sie erzeugen gleichzeitig ein Incentive damit, in dem Fall jetzt für die Rindfleischerzeuger, irgendwie Wege zu finden, um die externen Kosten zu drücken, weil dann kaufen die Kunden eher. Und umgekehrt, ich als Konsument überlege mir lange, ob ich ein Rindfleisch kaufe, ein industriell erzeugtes Rindfleisch, das hat nämlich hohe externe Kosten, oder ein Öko-Rind aus dem Vogelsberg, das hat nämlich ganz geringe ökologische Kosten. Dann kann ich praktisch für besseres, weniger Geld, kann ich ein ökologisches Fleisch kaufen und das wirtschaftliche Fleisch ist viel teurer. Nicht? Also sie steuern damit gleichzeitig sowohl beim Erzeuger wie beim Verbraucher in die richtige Richtung, nämlich Ernährungssysteme zu erzeugen, die minimale Umweltkosten haben. In dieser Forschungsinitiative, die Almut von Treskow vorhin genannt hat, Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt, da untersuchen wir viele solche Mechanismen, die funktionieren können, um Artenvielfalt zu erhalten. Da gibt es eine wunderbare junge Wissenschaftlerin, Amelie Michalke, die mit ihrer Arbeitsgruppe genau dem Thema nachgeht. Und die hat mit Penny in Berlin dann erstmal den ersten Versuch gemacht und der ging im Sommer dann auch mal über die ganze Bundesrepublik, dass Penny neben den normalen Erzeugerkosten, das sind die roten, daneben noch die Warenkosten, die True Costs, wenn sie also die externen Kosten mit angeben, dort reingeben. Das war ganz interessant, der erste Versuch, den die da in Berlin gemacht haben, haben die Kunden gar nicht verstanden. Die haben gedacht, das ist ein Sonderangebot. Normalerweise wird es 89 Cent kosten, sie kriegen es jetzt für 59. Nicht? Man wollte natürlich gerade umgekehrt deutlich machen, mit jedem Produkt erzeugt ihr 30 Cent an Schäden, Umweltschäden. Nicht? Und diese Umweltschäden sind an der Stelle natürlich auch, da sehen Sie es, für Fleisch sind die natürlich deutlich höher, als wenn sie jetzt bei Milchprodukten oder so sind. Und dieses System, was für Sie jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt oder komplex erscheint, das sind wir gewohnt. Dadurch entstehen neue Märkte. Das ist die Art und Weise, wie wir mit unserem Wasser umgehen. Das ist abgebildet für Frankfurt. Das zeigt Ihnen, wie wir Mainova mit Wasser umgeht. Da unten sehen Sie ein paar Zahlen. Wir zahlen Größenordnung 2,11 Euro fürs Frischwasser und wir zahlen 1,94 Euro fürs Abwasser. Wir zahlen genau für die Reinigung. Also wir zahlen insgesamt 4 Euro für den Kubikmeter Wasser. Und
wenn Sie die 46 Millionen rechnen, Kubikmeter, die Frankfurt irgendwie verbraucht, dann sehen Sie, da steckt ein Finanzvolumen drin von annähernd 200 Millionen. Und beschäftigt sind dort auch mehrere hundert Leute. Das ist ein ganz eigener Markt, der funktioniert gut und wir leben gut damit. Wir finden es ja auch richtig so. Das ist das Gleiche für Müll. So macht es unsere Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH. Da haben sie rechts ebenfalls die Daten. Die haben 1.900 Mitarbeiter, die haben einen Umsatz von 221 Millionen mit dem Müll. Wir zahlen das, nicht? Und das Einzige, was man letztlich machen muss, ist dieses System, was wir von Wasser und Müll gut kennen, letztlich für andere Naturkapitalformen mit umzusetzen. CO2, heißes Thema, wir sind jetzt irgendwo bei 80 Euro pro Tonne CO2. In dieser Betrachtung, wie ich sie anstelle, ist es viel zu niedrig. Wir können inzwischen Kohlendioxid aus der Atmosphäre rausholen, es gibt verschiedene Firmen, die das machen. Zum Teil versenken sie das, das ist dieses Carbon Capture and Storage. Zum Teil verkaufen sie das aber weiter an Treibhaus, also an Gärtnereien, die mit dem CO2 dann wieder ihre Gewächshäuser begasen, weil dann die Pflanzen schneller wachsen. Dann ist es natürlich wieder draußen, aber man hat es trotzdem erstmal noch für was Sinnvolles genutzt. Die sagen, wir brauchen, so wie wir heute aufgestellt sind, 540 Euro pro Tonne CO2, um die zu entziehen. Da ist noch nicht Transport dabei und da ist noch nicht Speicherung dabei. Also sagen wir mal, wenn Sie das alles mitrechnen, würde die Tonne CO2 Größenordnung 1000 Euro kosten. Nicht 80, sondern 1000. Jetzt rechnen Sie mal, was Sie verbrauchen. Also man kann das so grob rechnen, die besser verdienen, brauchen 14 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr und die weniger gut verdienen, brauchen 7 Tonnen. Nehmen wir mal für mich an, gehört zu den besser verdienen 14 Tonnen mal 1000, müsste ich pro Jahr 14.000 Euro zahlen, um meinen CO2-Schaden wieder gut zu machen. Sage ich, ist für besser verdienende zumutbar, bei den 7.000, bei den Leuten, die also nur 7 Tonnen, wäre es natürlich dann 7.000 Euro. Das sind dann Themen, die man letztlich über Steuern dann abklären muss, was ist sozialverträglich und was nicht. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei diesem Thema ist Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Ich habe Ihnen hier nur mal so ein paar Schlagworte, die Sie alle können. Vermögen plus, nachhaltig abschließen, ein Baum wird gepflanzt, Land investiert nur noch in nachhaltige Finanzanlagen, Kaiser nachhaltig heizen. Wissen Sie, was das heißt? Kein Mensch weiß, was das heißt. Nicht? Ich sage, nachhaltig ist nur, wenn die kein Naturkapital verbrauchen. Sobald die Naturkapital verbrauchen, ist es nicht nachhaltig. Ist vielleicht ein bisschen nachhaltiger als was anderes, aber es ist eben nicht nachhaltig. Nicht? So. Und mit diesem Konzept legen Sie offen, was wirklich nachhaltig ist. Und Sie werden dann auch ehrlich und stellen fest, was alles als Öko verkauft wird, ist natürlich nicht völlig frei von Umweltschäden. Auch Öko erzeugt externe Kosten. Das hat auch die Amelie Michalke offengelegt, nicht? Das C da unten, das steht für konventionelle Landwirtschaft und das O steht für organische, also Öko. Und da geht es um Weizenerzeugung. Und da unten sind die verschiedenen Impacts angegeben, also da Global Warming und Terrestrial Acidification. Und die konventionelle Landwirtschaft ist immer auf 100% gesetzt. Bezogen und dann wird gezeigt, wie im Vergleich dazu steht die ökologische Landwirtschaft. Hoppla, jetzt sind wir zu weit da. So. Und da sehen Sie, wenn Sie bei Global Warming schauen, nicht, dann hat, wenn Sie von konventioneller Landwirtschaft zu ökologischer Landwirtschaft gehen, dann reduzieren Sie den Treibhauseffekt etwa um 50%. Aber sie erzeugen immer noch einen Treibhauseffekt. Öko ist also nicht komplett nachhaltig, sondern ist halt nachhaltiger als, nachhaltiger als eine konventionelle. Das gilt in ähnlicher Weise für Elektrifizierung der Autos. Da gab es vor kurzem eine Studie in München, die ausgerechnet hat, was die externen Kosten sind durch den Verkehr insgesamt. Das sind extreme, extreme Summen, die da auftauchen. Die haben das allerdings jetzt nicht nur auf Umweltkosten bezogen, sondern auch Straßen und, und.
die da als externe Kosten mitgerechnet werden. Aber der interessante Punkt ist, wenn Sie auf, jetzt schaue ich mal, ob ich das nochmal mit dem Zeiger, nee, das ist zu sensibel. Ich gehe mal ganz kurz dahin. Das hier und das hier, diese beiden grünen Balken, das sind die externen Kosten bezogen auf Klima, also CO2. Bei dem klassischen System, wie wir es heute haben, kommen etwa 300 Millionen Euro externe Kosten als Klimaschäden raus in München im Moment. 300 Millionen. Wenn Sie elektrifizieren und nichts anderes machen, reduzieren Sie das von 300 auf 182. So dramatisch ist es jetzt auch wieder nicht, nicht? Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, man muss auch ehrlich sein und deutlich machen, was erreiche ich denn? Ich darf mich nicht in die Tasche lügen und sagen, wenn ich elektrifiziert habe, dann ist die Welt eigentlich gerettet. Sie ist mitnichten gerettet, sondern auch die ökologischere Variante erzeugt externe Kosten und die muss ich eben tatsächlich auch mitberechnen. Das Gleiche gilt beim Bauen. Wir sind heute unglaublich dahinterher, jetzt auch Modernisierungen auch nachzubessern, was Isolierung anbelangt. Da muss man schon immer noch genau rechnen, was sich ökologisch wirklich rechnet. Ganz rechts sehen Sie die Balken. Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Betriebskosten dramatisch runtergehen insgesamt, weil wir eben mehr und mehr auch nachhaltige Energiegewinnung haben. Und umgekehrt die graue Energie, also das eigentliche Bauen, immer größere Bedeutung eigentlich hat für den CO2-Output als tatsächlich die Betriebskosten. Und wenn dem dann so ist, dann ist es eben gegebenenfalls viel günstiger, ein altes Gebäude tatsächlich stehen zu lassen mit den niedrigen Betriebskosten, anstatt es abzureißen und ein neues mit hoher Energieeffizienz zu erstellen. Ein anderer Effekt, den man häufig nutzt, ist, man zeigt, wie die Effizienz gesteigert wird. Wenn Sie Dubai vergleichen, da wird auch gesagt, wir wollen die Effizienz eigentlich verdreifachen. Dann sagt mir das noch gar nichts. Das ist aus einem Nachhaltigkeitsbericht 2022 des Verbands der chemischen Industrie. Die geben ganz stolz an diese Kurve. Produktspezifischer Wasserverbrauch ist von 1995 bis 2021 um 30% gefallen. Denkt mal, Effizienz, super. Aber da unten schreiben sie dann irgendwo versteckt, so konnte ihren gesamten Wasserverbrauch in dieser Zeit annähernd konstant halten, obwohl ihre Produktion seit 1995 um gute 40% gestiegen sind. Nicht? So, das heißt, tatsächlich ist der Wasserverbrauch gestiegen. Nicht viel, aber gestiegen, aber nachhaltig habe ich null. Bezogen auf Nachhaltigkeit habe ich null. Ich habe den gleichen Wasserverbrauch wie 1995. Verkauft wird es als ein Positiv, nicht? Und das sind so Themen, wo man sich häufig in die Tasche lügt und meint, man macht was Positives, aber am Ende kommt die Rechnung. Die Rechnung kommt irgendwann auf den Tisch und die kann dann bitter sein. Die überspringe ich jetzt, doch nicht ganz. Da sieht man das auch nochmal an der einen Kurve, dass wir schon deutlich machen können, dass global gemittelt die Effizienz der Energieproduktion bezogen auf den CO2-Output immer besser wird. Nicht schnell, aber im globalen Mittel sinkt es. Aber da rechts sehen Sie die Kurven, die geben an, was die großen ölproduzierenden Firmen und Länder, was die an Zielvorgaben haben. Und da sehen Sie unten die Skala, das geht bis 2040. Das ist deren Plan. Und wenn Sie das umrechnen, bezogen auf das Paris-Target, überschreiten die das Paris-Target, also die 1,5 Grad, um 150%. Das heißt, das, was wir ein bisschen an Effizienzsteigerung global haben, das machen die dreimal kaputt durch ihren Output. Nicht? Und das ist auch das, was Werner Sinn immer, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, in Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der das eben moniert hat, der eigentliche Treiber der fossilen Energieverbrauch sind eigentlich die Erdöl- und gasproduzierenden Länder. Nicht? Und deswegen sage ich mal, bin ich ausgesprochen skeptisch, dass an der Stelle jetzt übermorgen dann tatsächlich dramatisch viel in Dubai passieren wird. Ein wichtiges Thema ist auch globale Gerechtigkeit. Wir haben in der EU den Green Deal, der Marshallplan, das sage ich mal für Nachhaltigkeit. Da gibt es ein Programm, wir erhalten unsere Wälder in Europa.
alle fanden das super gut, bis dann irgendwann die Südländer kamen und schreiben, wir finden das überhaupt nicht gut. Ihr braucht genau die gleiche Menge an Holz. Das holt ihr nur nicht mehr aus euren Wäldern raus, sondern Holz von uns. Das heißt, ihr lagert eure Umweltsünden aus in den globalen Süden. Das ist das, was hier steht. Protecting European Forests is laudable, also ist lobenswert, but trading conservation in Europe for far greater impacts in tropical rainforests is unacceptable. Nicht? Das sind immer diese Fernwirkungen, die man hat. Und wenn Sie dieses System anwenden und sagen, ich internalisiere die externen Kosten und restituiere das Naturkapital da, wo der Schaden entsteht. Also wenn wir jetzt tropische Hölzer importieren aus Brasilien, dann gehen die internalisierten externen Kosten nach Brasilien, um die tropischen Regenwälder wiederherzustellen, sofern das geht. Deswegen kriegen Sie da die große Gerechtigkeit tatsächlich hin, ohne dass Sie da einen ganz komplizierten Mechanismus haben müssen. Sie müssen nur wissen, wo entstehen eigentlich die externen Kosten und dann fließen die internalisierten Revenues genau dort eigentlich hin. Damit bin ich fast am Ende. Also, das sollten Beispiele sein, um deutlich zu machen, wie man eigentlich zu so einem Gesamtsystem kommen kann. Ich habe hier noch ein weiteres angegeben, Payment for Ecosystem Services. Da geht es darum, ich kann auch anderen Ländern Geld geben, um sicherzustellen, dass sie uns die Ökosystemleistungen bereitstellen, die wir haben wollen. Also ich könnte zum Beispiel Venezuela oder Ecuador Geld geben, dass sie weniger den Regenwald abholzen. Der große Charme von diesem Konzept ist, dass sie ein grünes Wachstum wirklich hinkriegen, weil sie von vornherein sagen, Naturkapital, das ist einfach die Prämisse, kann nicht mehr ändern, kann nicht mehr sinken. Sie haben eine viel größere Innovation, weil jeder Produzent nachschaut, wie kann ich meine externen Kosten minimieren. Ich kriege eine globale Gerechtigkeit hin und ich habe eine kohärente Kommunikation, wie das funktioniert. Machst du schmutzig, machst du eben nachher auch sauber und habe entsprechend auch eine geringere Regulierung. Noch ein kurzer Blick, was passiert, wenn wir Nachhaltigkeit nicht schaffen. Da gibt es Horrorszenarien, Tipping Points und Planetary Boundaries. Ich halte von denen nicht so viel, das kann ich separat einmal erklären. Ich glaube, das, was passieren wird, ist, was wir Biologen aus der Populationsökologie kennen, Räuber-Beute-Verhältnis. Nicht? Das Blaue ist der Hase, das Rote ist der Fuchs. Wenn Sie oben sind, Sie haben ganz viel Blau und wenig Füchse, dann haben Sie natürlich viel Hasen und wenig Füchse, geht es den Füchsen gut, dann nehmen die zu, fressen aber die Hasen weg, dann haben Sie auf einmal ganz viel Füchse und dafür wenig Hasen. Nicht? Und so pendeln die hin und her. Und das können Sie genauso sehen mit uns. Nicht? Also die Beute ist die Natur und der Räuber ist der Mensch. Nicht? 1950 waren wir etwa da, wo der Balken ist, da hatten wir ganz viel Natur und wenig Menschen, und da, wo der Rechte ist, da haben wir dann ganz viele Räuber, nämlich Menschen und wenig Natur, und wir sind genau an dem Knick, wo es runtergeht. Und letztlich muss man sich natürlich immer vorstellen, das passiert dann genau mit diesen Szenarien, die ich Ihnen eingangs auch gezeigt habe, eben mit solchen Krisenphänomenen, mit der Folge, dass eben eventuell die Bevölkerung dann oder sehr wahrscheinlich die Bevölkerungszahl auch runtergeht. Wir sind in 70 Jahren verdreifacht hochgegangen. Wir mögen in 100 Jahren, wenn es dramatisch läuft, auch wieder dramatisch zurückgehen. Ich habe Ihnen so die Systemlösung gezeigt. Ich mache noch zwei, drei Anmerkungen zu Dingen, die mir auch noch wichtig sind, die ich jetzt nicht erläutert habe, aber möchte ich wenigstens genannt haben. Wir rechnen wirtschaftlicher Wohlstand immer mit diesem Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein rein wirtschaftliches Produkt, was uns aber nicht wirklich sagt, wie der Wohlstand ist. Da gibt es andere Indizes, die wesentlich besser sind, wie zum Beispiel der Inclusive Wealth Index, der andere Parameter, nämlich eigentlich Human Capital, Produced Capital und Natural Capital integriert. Es macht also keinen Sinn, Wohlstand nur am Produced Capital zu messen. Das ist ganz groß irreführend und in dem Kontext auch den Homo Ökonomicus, den müssen wir mal ausstreichen. Diese Idee, der Mensch denkt rein rational immer nur an den eigenen Vorteil, das passt nicht mehr. Wir sind auch soziale Menschen, ich denke nicht nur an mich, wir denken auch an die Welt. Also das ist ein großes Thema. Und wir brauchen dieses Thema globale Gerechtigkeit und dritte Aufklärung. Ich überspringe mal zwei Folien, bringe nur noch diese. Da gibt es einen cleveren politischen Philosoph, Michael Hampe, Zürich.
der plädiert für eine dritte Aufklärung und sagt, diese dritte Aufklärung, die muss eigentlich dieses planetare Denken beinhalten, braucht eine globale Bildung. Was haben wir für eine Bildung? Die ist rein westeuropäisch geprägt. Ein bisschen was wissen wir vielleicht noch von Afrika oder Asien, aber wir wissen fast nichts. Und das muss dieses Thema Global Justice mit einbauen, aber eben auch das Thema Anthropologie in dem Sinne, was kann man denn mit uns Menschen, wir sind auch biologische Produkte, nicht? Ich kann die nicht komplett so formen, wie ich es gerne hätte. Also das ist schon auch noch ein wichtiger Punkt. Also das Modell, das ich skizziert habe, für sich allein wird nicht funktionieren, man braucht das schon auch. Urgent sind Anpassungsmaßnahmen. Die Prozesse, die ich geschildert habe, sind unendlich langsam, das geht nicht schnell. Das, was auf uns zukommt, geht schnell, wir brauchen Anpassungsmaßnahmen. Und das Frustrierende ist, und nochmal, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Nicht? Bertolt Brecht hat mal gesagt, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Und das muss man bei allen Maßnahmen im Kopf behalten. Wenn die Überlebensstrategie der Leute gefordert ist, dann denken sie nicht mehr sozial, dann kriegen sie die großen Unruhen. Also was immer man macht, man muss sicherstellen, dass man nicht an diese Grenze der Überlebensstrategie der einzelnen Leute kommt, weil dann fliegt ihnen alles letztlich um die Ohren. Also insofern ist schon geboten, das langsam zu entwickeln, ohne, sage ich mal, dieses Sozialgefüge zu strapazieren. So, jetzt habe ich Sie strapaziert und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, ist schon angeschaltet. Sehr schön. Haben Sie auch eins, ein angeschaltetes Mikro? Testen Sie mal. Ja, testen Sie mal, ist gut. So lang sage ich mal vielen Dank für diesen rundum, wie geht's der Welt und dem Menschen Vortrag. Ich habe das Privileg, jetzt die ersten Fragen stellen zu dürfen. Machst du dreckig, machst du sauber. Ganz simples Prinzip, Sie haben recht, das kann man, bringt man schon ein-, zwei-, dreijährigen bei. Und das verstehen die auch. Ökonomen nennen das Internalisierung externer Kosten, was sie da skizziert haben und sind da auch schon lange am Theoretisieren, wie macht man das am besten, wie geht das immer. An ein paar Stellen würde ich jetzt mal genau einhaken bei dem, was Sie gesagt haben. Naturkapital. Und Sie haben gesagt, wir müssen das ja eigentlich auch erstmal einfach nur bilanzieren, dann haben wir schon einen ganzen Schritt getan. Aber ist dieser Schritt nicht unendlich schwierig? Also wie viel, bei CO2 sehe ich es ein, dass es geht. Da ist es aus politischen Gründen so, dass wir keinen globalen CO2-Preis haben. Aber ich sehe, wie man ihn haben könnte. Kann man messen, wie viel geht da raus an Molekülen. Aber bei Methan ist schon schwieriger, da streitet man sich über wie viel. Aber wie ist das bei Mikroplastik, haben Sie auch erwähnt, Nanoplastik, haben wir alle längst irgendwo in der Blutbahn. Wir wissen aber nicht, ab welchen Maßen das gefährlich für uns ist genau. Wir wissen nicht, ab welchen Mengen das für welches Ökosystem wie gefährlich ist. Und das soll dann ein Unternehmen oder ein Konzern in seiner Bilanz alles drin haben? Ganz schön schwierig. Also man könnte jetzt fragen, was ist denn die Alternative? Wenn Sie es regulieren und sagen, das ist der Grenzwert, müssen Sie es genauso messen und Sie müssen es genauso überprüfen. Das ist vielleicht der große Unterschied von dem, was ich skizziert habe, gegenüber dem, was meist mit der Internalisierung externer Kosten eigentlich gedacht ist. Die meisten denken irgendwie, die Natur gehört dem Staat. Und der muss sich dann drum kümmern und der erhebt dann Steuern dafür oder setzt Grenzwerte. Ich könnte das ja auch anders machen. Ich sage als Staat, nur Naturkapital 2022 oder 2020 ist konstant. Ihr könnt es nutzen, wenn ihr es nicht verbraucht. Und dann ist nicht der Staat dafür zuständig, letztlich für die ganze Versorgung zu sorgen, sondern legt nur fest, ich will, dass ihr nachweist, ihr zerstört kein Naturkapital. Und dann fängt man natürlich mit dem an, wo die größten Probleme sind. Aus meiner Sicht, die größten Probleme ist CO2 und dann kommt Artensterben. Oder eigentlich würde ich sagen, Artensterben ist das größere Problem, weil es längerfristig ist. Und das dritte wäre sicher Plastik, aber dann kann ich mich auch darum kümmern, um so Themen
wie Stickstoff oder eben auch die permanenten organischen Moleküle, die ich nicht mehr wegkriege. Ich muss halt dann nach und nach da reingehen. Nicht? Sie haben gar keine, also an diesem Erfassen von dem, was schädlich ist, kommen Sie ja nie vorbei. Der einzige Unterschied ist ja nur, dass ich sage, eigentlich darfst du nur das zerstören, was du nachher wieder herrichten kannst. Also ich erlaube eigentlich keine Akkumulation von Schäden. Und das, was wir jetzt machen, wenn wir CO2 mit 80, und das geht dann vielleicht mal hoch auf 120 machen, ist ja trotzdem, wir akzeptieren weiter, dass es akkumuliert. Anders sage ich, ich lege einfach fest als Staat, du musst mir nachweisen, dass du Naturkapital nicht zerstörst. Bei der Biodiversität kann man das primär mal approximativ machen über die Fläche. Bei Plastik kann ich praktisch nur sagen, ich produziere so und so viel Plastik und da muss ich nachweisen, was passiert denn mit dem Plastik? Also ich muss den geschlossenen Kreislauf nachweisen. Wenn ich den nachweisen kann, wie das geht, ist gut. Wenn ich ihn nicht nachweisen kann, geht es nicht. Wir machen das bei Kernkraft, da sind wir auf einmal ganz sensibel gewesen und haben gesagt, Kernkraft geht nur, wenn ich das Endlager habe. Warum machen wir das bei den anderen nicht auch so? Plastik geht nur, wenn ich das Endlager habe. Ich verstehe sehr bei dem Vortrag Ihren oder auch in der Ankündigung kam ja schon Ihr Widerwille gegen so das Verzetteln. Ich glaube, in der Ankündigung stand, wir verzetteln uns in Wärme- und Energiewenden, in Verboten, Dekreten, Regulierungen, die selten aufeinander abgestimmt sind. Das ist irgendwie chaotisch, unordentlich, diese Versuche, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und da muss es doch die eine irgendwie saubere, kluge Lösung geben. Ich bin da skeptisch. Und das widerspricht einer Sache, die Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. Sie haben gesagt, als Biologe und als Evolutionsbiologe sehen Sie eigentlich, es gibt bei der Entwicklung, bei der Evolution keinen Masterplan. Es gibt das Mikromanagement, funktioniert da nicht. Da passieren Sachen und am Ende funktioniert es in der Summe. Aber es ist chaotisch im Werden sozusagen. Ne? Chaotisch nicht? Nee. Also, kurzer Exkurs in die Evolutionsbiologie. Wie funktioniert Evolution? Leben seit 3,5 Milliarden Jahren, wir haben alles gehabt, Snowball Earth, Greenhouse Climate, also alle Höhen und Tiefen durchlebt. Und das hat immer überlebt. Wie funktioniert das? Aber wir waren noch nicht da, ne? Naja, uns gibt es seit 2 Millionen Jahren, da haben wir auch schon 10 Grad plus erlebt. Also Gattung Homo. Homo sapiens noch nicht so lange, aber Gattung Homo. Wie funktioniert Evolution? Ich versuche was und wenn es Erfolg hat, geht es weiter und wenn es eben nicht Erfolg hat, stirbt es. Und das ist eigentlich der einzige Mechanismus, wie man hochkomplexe Systeme steuern kann. Warum? Die hochkomplexen Dinge durchschauen sie nicht. Da passiert so unendlich viel Kleines, was plötzlich in die Richtung oder jene, deswegen funktioniert da kein Masterplan. Das ist auch das, was mich davon überzeugt, dass Demokratie, auch wenn sie langsam ist, immer noch besser ist als das, was Xi Jinping macht. Nicht? Die eben denken, ich kann die Welt beherrschen. So, nicht? Einzelfälle, da kommt irgendwas Seltsames wie Covid, da kann ich gegebenenfalls das noch verstehen und hinkriegen, hat bei denen auch nicht geklappt. Aber eben eine komplexe Evolution kriege ich nur so hin. Und mein Ansatz hier ist genau der. Ich sage nicht, da gibt es eine EU-Kommission, die mir vorschreibt, wie ich meine Gülle, wo und wann, zu welcher Uhrzeit und wann vor dem Regen und nach dem sowieso und sonst was ausbringen muss, sondern ich überlasse es jedem Bauer, selber zu überlegen, wie reduziere ich meine externen Kosten. Und der kennt sein Land, das ist im Schwarzwald anders als, weiß ich, in Brandenburg. Und der weiß am besten, wie er seine externen Kosten reduziert. Also es ist genau dieses evolutionäre Prinzip, dass ich sage, jeder sucht sich den besten Weg. Warum ist es nicht chaotisch? Weil es Rahmenbedingungen braucht. Chaotisch wäre es, wenn es überhaupt keine Rahmenbedingungen gibt. Die Rahmenbedingung hier ist, Naturkapital bleibt konstant. Du kannst machen, was du willst, nur muss es konstant bleiben. Aber diese Rahmenbedingungen zu schaffen, ist auch erstmal die Institutionen zu schaffen, die diese Rahmenbedingungen setzen, ist auch erstmal eine größere Sache. Wie würden Sie es denn jetzt konkret machen? Sie haben gerade gesagt, von der Klimakonferenz in Dubai erwarten Sie jetzt nicht so viel. Green Deal der EU, ja, hat eigentlich auch mehr Tücken, als dass es irgendwie was bringt. Also so ein paar von den Sachen absagen und dann... Nee.
Also ich nehme immer, ja, man könnte, wie gesagt, ich bin ja ein Mensch, der an Evolution glaubt, nicht? Also auch da, es gibt kein, also ich plädiere nicht für eine Revolution, erstmal zumachen, umbauen und dann wieder starten, sondern es muss langsam gehen. Wie haben wir denn die soziale Marktwirtschaft entwickelt? Wir haben auch nicht gleich alle Benefits, die wir heute genießen, eingeführt, sondern es ging eben schrittweise und langsam. Und dadurch prägt sich das aus und ich sehe auch die Benefits. Ich glaube, ich hatte ja oben gesagt, nicht, es muss alles teurer werden, damit für alle der Wohlstand wächst. Und das geht eben nur langsam. Nicht? Also mein Vorschlag wäre, lass uns mal mit CO2 anfangen und sagen, gut, wir zahlen jetzt wirklich die Preise, die eigentlich notwendig wären. Dann würden Sie nämlich feststellen, die meisten Gelder kommen von den vermögenden Leuten, weil die nämlich das meiste CO2 produzieren tatsächlich. Nicht? Und dann würden Sie sagen, dann muss man davon Direct Air Capture Anlagen bauen? Ja. Oder CCS, ich finde es super interessant. Wobei Sie ja jetzt sagen, machst du sauber, dann ist es ja nicht sauber. Dann ist es ja unter die Erde verpresst. Und da haben wir auch nur begrenzten Platz. Also da haben wir ja auch ein Ressourcenproblem. Weg ist es damit ja nicht. Naja, die Grundidee bei, also wir haben verschiedene Modelle. Carbon Capture, dann kann ich sie entweder Storage, also ich bringe die wieder irgendwo hin, wo sie endgelagert sind, oder ich kann sie wieder verwenden. Also das ist ja auch mit einer der Gründe, warum immer wieder gesagt wird, CO2 ist auch ein wichtiger Rohstoff, aus dem ich auch Plastik machen kann. Also ich brauche den auch. Wie groß sind die Lagerstätten? Nicht? Woher kommt denn das Erdöl? Woher haben wir das denn? Das kommt aus Löchern, die da unten drin sind. Und wenn ich jetzt das CO2 da unten wieder verpresst, müsste ich theoretisch genauso viel Volumen haben, um also schon das CO2 zwar unter Druck, aber dort wieder unterzubringen. Ist nicht alles technisch machbar. Ich behaupte nicht, dass wir das sofort hinkriegen. Aber was meinen Sie, was das an Innovation lostritt, wenn Sie auf einmal den 10-fachen Wert zahlen müssten, jetzt 80 Tonnen, und zwar nicht nur die Industrie und die Energieerzeuger, sondern auch wir als Konsumenten, was das für eine Innovationskette lostreten würde. Wie kriege ich denn dieses CO2 aus der Luft wieder raus und wo kriege ich es am besten dauerhaft gespeichert? Also da gibt es ja auch die Verfahren, dass Sie das in Holzkohle lagern können, weil die praktisch so inert ist, dass die können Sie an der Oberfläche lagern, ohne dass da CO2 wieder draus entsteht. Also ich bin überzeugt, das wird auch in die Richtung laufen. Aber keiner, der daran forscht, denkt, dass das irgendwie in den Maßstab gehen kann, in dem wir aktuell Treibhausgase produzieren, nämlich, ich glaube, 40 Gigatonnen global pro Jahr. Die optimistischen Szenarien sagen, irgendwie 2050 haben wir 5 bis 10 Gigatonnen Kapazität zu lagern. Ich glaube, man muss an der Stelle noch mal sagen, nicht? Was ist denn die Alternative? Was ist denn die Alternative? Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, das Problem ist nicht lösbar. Wir folgen den Erdölkonzernen und das produzieren die eben. Das, was jetzt versucht wird, ist, irgendwie da einen Cap drauf zu machen und zu sagen, ihr reduziert euren CO2-Ausstoß. Und da sage ich, wenn ihr statt 80 Tonnen 80 Euro pro Tonne zahlen müsst, 800, dann kriege ich vielleicht nicht alle weg. Aber der CO2-Ausstoß geht viel schneller runter, als wenn ich das über irgendeinen Cap mache, den ich dann gegebenenfalls sogar noch traden kann über die ganze Welt hinweg. Globaler CO2-Preis wäre was, aber sehe ich jetzt nicht. Nee, ich sehe den auch nicht. Ich sehe den überhaupt nicht. Bitte? Geht. Naja, also da bin ich schon auch überzeugt, dass es den langfristig schon irgendwo geben wird. Du kannst das so nicht. Das ist einfach, wenn also ich vergleiche das immer gerne, Sie haben eine Krebsdiagnose. Ja? Und dann können Sie sagen, ich war beim Arzt und er sagt mir, du kannst jetzt irgendwie eine Chemotherapie machen und da fallen dir die Haare aus und du bist ein paar Wochen im Krankenhaus und so. Und sage ich, das mache ich nicht. Verliere ich ja Lebensqualität. Nee, kommt nicht in Frage. Die Rechnung kriege ich an irgendeiner Stelle. Ich kann natürlich jetzt eine Therapie ablehnen und sagen, mache ich nicht. Und dann warte ich halt. Nicht? Das ist ja mein Populationsszenario. Nicht? Und meine Behauptung ist, das geht viel, viel schneller.
und ist viel, viel ehrlicher und viel, viel gerechter, wenn sie es nicht über so ein Trading-System machen, wo sie einen Cap setzen an der Stelle und dann immer so ein bisschen runter, dann steigt auch der Preis ein bisschen. Wenn sie direkt sagen, ich will, machst du schmutzig, machst du sauber, ich gehe zumindest mal in die Kosten da rein, dann schauen wir mal, wie sauber wir das hinkriegen, bin ich viel schneller bei dem Ergebnis, das ich haben will. Der letzte Komplex, den ich noch kurz ansprechen will, bevor ich dann auch unbedingt für Ihre Fragen und die Fragen der Leute, die online uns zuhören natürlich auch, die Runde öffnen würde, ist, was Sie gerade dritte Aufklärung genannt haben. Das finde ich sehr spannend. Also da geht es ja um das Verhältnis Mensch und Natur, wenn ich das richtig verstehe. Und da sehe ich so ein... Nochmal ergänzenden Ansatz zu dem. Eigentlich, wir haben ja gerade schon gesprochen über, wie sehr muss ich dann Natur fassbar machen, bilanzierbar machen, kalkulierbar machen. Und gibt es, brauchen wir nicht genauso eigentlich den Gegen- oder ergänzend den Ansatz, dass wir sagen, wir müssen Natur erstmal wieder erfahrbar machen, fühlbar machen. Wir müssen als Menschen erstmal merken, dass wir Teil der Natur sind, damit wir Natur mitdenken können. Wir müssen das irgendwie wieder in unsere Köpfe und Herzen reinkriegen, dass es ohne Natur nicht geht, dass wir Teil der Natur sind. Ich habe in den Dasgupta-Bericht reingelesen, den Sie erwähnt hatten bei unserer Vorbereitung. Ein großer Bericht von dem Ökonomen Partha Dasgupta, Uni Cambridge. Den hat die britische Regierung in Auftrag gegeben und hat gesagt, erklär uns doch mal die auf 600 Seiten, jetzt habe ich den genauen Titel vergessen. Die Ökonomie der Biodiversität. Danke, die Ökonomie der Biodiversität ist es, genau. Und da war ein Vorschlag drin, den ich, ein sehr konkreter, den ich interessant fand, der gesagt hat, lass erstmal Schulbildung und sowas mehr auf Natur ausrichten und auf Naturerfahrung, aber lass uns auch sagen, wer an die Uni geht, der macht erstmal einen Grundkurs Biologie und Ökologie, weil das ein so zentrales Thema ist. Wäre das ein Modell, dem Sie sich anschließen könnten? Ja, ja, hundertprozentig. Also deswegen habe ich das ja zum Schluss noch gebracht. Nicht, ich selber komme ja auch aus, wenn man so will, aus dieser naturromantischen Ecke, so habe ich angefangen, nicht? Als junger Mann Vögel beobachtet, nicht? Also das sind schon Dinge, die einen prägen, gar keine Frage. Ich sage nur, was richtet denn jetzt die Natur zugrunde? Das ist die Wirtschaft, unser Wirtschaftssystem. Also muss ich dieses Thema Natur in die Wirtschaft integrieren. Das heißt nicht, dass ich die ganzen anderen Aspekte vernachlässige. Also das ist ein bisschen so ähnlich wie bei der Kunst. Ja, natürlich gibt es einen Kunstmarkt, ja, aber ich habe auch die Ästhetik der Kunst. Ja. Und genauso rede ich jetzt nur an der Ursache, oder ich möchte an der Ursache arbeiten, warum es der Natur so schlecht geht. Und das ist vor allem die Wirtschaft. Und nicht, wir alle lieben die Natur. Wenn man die Leute fragt, da gibt es keinen, der sagt, brauche ich nicht. Das sind sie alle dafür. Wenn es an den Geldbeutel geht, da zählt das alles wieder nicht mehr. Also deswegen ist es nicht ein Entweder-Oder und deswegen war mir das so wichtig und deswegen habe ich auch dafür plädiert, diese Karikatur des Homo economicus irgendwie mal auch aus den Büchern zu verbannen und mehr näher an der Realität der Menschen zu sein. Das ist nicht auch dieser Inclusive Wealth Index, der inklusive Index für Reichtum. Der versucht genau die drei Dinge zu packen und zwar eben als Index und nicht als Euro. Nicht? Weil man eben genau sagt, ich kann nicht alles in Euros fassen. Also das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern der erste Schritt dahin, der wichtigste Schritt dahin ist, dass die Wirtschaft anders funktioniert. Dankeschön. Und jetzt wollen wir wissen, was Sie denken. Und gleich zuckt es in der ersten Reihe, habe ich schon gesehen. Von dem Kollegen kommen immer die kritischen Fragen. Den kenne ich schon. Nein, dann sage ich zuerst mal, dass ich keine kritische Frage stelle, dass ich zweitens 100% davon überzeugt bin, dass du mit allem, was du gesagt hast, recht hast. Und nur so kann es gehen. Ich sehe auch keinen anderen Weg, wie es gehen könnte. Aber der Vortrag hieß ehrliche Marktwirtschaft. Da steckt ja schon drin, dass wir an vielen Ecken unehrlich sind. Und meine Frage ist, wie können wir mit Unehrlichkeiten umgehen, die wirklich extrem offensichtlich sind? Ich
bringe dazu ein Beispiel. Du hast das Wasser gebracht. Das ist das Wasser, das wir verbrauchen. Also mit Trinken, mit Waschen, mit Putzen und so weiter. Das ist das, wofür wir die Abwassergebühr bezahlen. Der Wasserfußabdruck des Menschen ist aber sehr viel größer, weil wir dann beim Fußabdruck des Menschen alles Wasser mitrechnen müssen, das in den Produkten steckt und bei den Produkten verbraucht wurde, die wir als Produkte nehmen. Und wenn ich mir die Rechnung angucke, dann sieht das so aus, dass von den rund 7 Kubikmeter im Jahr, am Tag, Entschuldigung, eines Deutschen, kommen nur 15% aus deutschem Wasser. Der Rest ist Wasser in Produkten, die wir aus dem Ausland beziehen. Du hast das bei der Landwirtschaft gezeigt. Da wäre es ja nur wirklich elementar und ehrlich, dass wir den anderen Ländern, wo wir das Zeug herholen, den Wasserpreis genauso mit Abwasserreinigungsgebühren vergüten, wie wir das bei uns machen. Und trotzdem hat keiner den Mut, das ehrlich zu fordern. Woran liegt das? Also nicht konzeptionell bin ich 100% dabei. Ich glaube, wir sind deswegen unehrlich, weil wir nicht wissen, dass wir unehrlich sind. Wir lügen uns in die Tasche. Ich kaufe ein Produkt und dann weiß ich, das wird von der Firma gemacht und die arbeitet ordentlich und ich sehe die externen Kosten nicht, die sozialisiert werden, die sehe ich nicht. Und das Erste ist transparent, dass ich überhaupt merke, wie unehrlich ich bin. Ich kaufe ein Produkt für 2 Euro, das für 7 Euro Schäden erzeugt. Wenn ich das mal wüsste, dann würde ich schon anders mit den Produkten von vornherein umgehen, nicht? Und das gilt genauso natürlich für das Wasser. Also das ist wirklich irre. Wir hatten letztens hier einen Vortrag von Herrn Bringe zu, der sagt, wir brauchen zu unserer Ernährung 3-mal so viel landwirtschaftliche Fläche, wie wir in Deutschland haben. Nicht? Das heißt, wir haben nur 1/4 der Fläche zur Verfügung hier, die wir für unsere Ernährung derzeit brauchen. Nicht? Und wir zahlen nur die Produktionskosten, nicht die Umweltschäden. Das heißt, nicht, wenn wir uns da wirklich ehrlich machen, geht natürlich unser Wohlstand dramatisch runter. Also böse Zungen würden behaupten, die Globalisierung ist vom Westen erfunden worden, damit wir überhaupt überleben können. Also ich glaube nur, der erste Schritt ist offenlegen, offenlegen, offenlegen. Und keiner will unehrlich sein, wenn es offen ist, was ich in Brasilien, in Peru mit meinem Kaffee oder so anstelle, dann denke ich darüber nach und bin dann, wenn ich es mir leisten kann, gegebenenfalls auch bereit, eben ein teures und umweltfreundlicheres Produkt zu nehmen. Ja, also ich folge dem Ansatz, ich vertrete auch schon intern diesen Ansatz immer, Internalisierung externer Kosten, das halte ich für intellektuell, ist das absolut klar. Das einzige System, was ich zurzeit kenne, was da ein zartes Pflänzchen ist, ist der CO2-Zertifikatehandel, der sich ja, wenn man sagt, eigentlich 800 Euro, wir sind derzeit bei 80, auch recht schleppend entwickelt. Welche Chancen sehen Sie, oder gibt es noch andere zarte Pflänzchen, aber welche Chancen sehen Sie, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre innerhalb zu einem realistischen CO2-Preis kommen? Also ich glaube halt, das Wichtigste wäre an der Stelle, dass der Staat sich stärker davon verabschiedet, ich will alles regulieren, sondern wirklich sagt, wenn du das machst, sorg du dafür, dass es wieder sauber wird. Aber wie soll er das machen, wenn nicht regulieren? Das ist Regulierung. Das verstehe ich nicht. Also was passiert beim CO2-Preis? Also ich habe eine bestimmte CO2-Menge, die ich sage, die darf ich ausstoßen und die reduziere ich dann immer ein bisschen. Und wenn ich selber, weiß ich, gegriffen 100 Tonnen in meiner Firma ausstoßen darf und ich brauche nur 80, dann kann ich die anderen 20 verkaufen an jemand anders. So, jetzt wird mir oder uns Deutschen wurde verklickert, wir müssen jetzt alle Energiesparlampen kaufen, damit wir Strom sparen. Das haben wir alle ordentlich gemacht. Glauben Sie, dadurch ist eine Tonne CO2 eingespart worden? Null, weil der Cap ist dort. Wir haben nicht den Gewinn, hat die Firma gemacht, die die teureren Energiesparlampen verkauft hat, und die CO2-Zertifikate, die sie hätten verbrauchen können, haben sie weiterverkauft und sind an einer anderen Stelle verbrannt worden. Und das ist das Problem, dass es nicht verursachergerecht ist. Nicht?
Das heißt, ich versuche zu steuern, wie das CO2 runtergeht. Und ich sage, du setzt einfach einen hohen Preis, dann kümmern die sich selber darum, dass es runtergeht. Nicht? Also ich schreibe nicht vor, ich traue euch jetzt zu als Wirtschaft, okay, nochmal 10% weg und dann 7% weg, sondern ich sage, ich setze den Preis hoch und ihr müsst an anderen Stellen machen wir es ja. Nicht? Also deswegen verstehe ich nicht, warum das so schwerfällt. Also ich sagte vorhin, ich glaube, ein wichtiger Punkt, das ist ja so ein Grundprinzip bei Internalisierung. Es muss eigentlich klar sein, wer die Verfügungsrechte hat, nicht? Und was ist eigentlich die Regelung? Und deswegen sage ich, für den Staat wäre es wichtig zu sagen, Naturkapital wird, das ist die Prämisse, Naturkapital wird erhalten. Nicht einfach sagen, ich will den Ausstoß reduzieren, ja? Sondern Naturkapital muss erhalten werden. Die Frage war noch, gibt es andere Pflänzchen, wo es funktioniert oder die es zeigen? Konzeptionell das Beste sind eigentlich die Ausgleichsflächen. Nicht? Also ich will irgendwo einen Parkplatz bauen und muss da irgendeinen Wald umbauen, dann bin ich eigentlich verpflichtet, das an einer anderen Stelle wiederherzustellen. Also konzeptionell ist es genau, also an der Stelle bin ich eigentlich soweit in Deutschland. Es funktioniert nur nicht, weil die Ausgleichsmaßnahmen überhaupt nicht in irgendeiner Form äquivalent sind zu dem, was ich zerstöre. Also weiß ich, ich bin in Bayern an irgendeinem Holzhaufen, der irgendwie so schön vergammelt war, und da stand da dran, bitte nicht betreten oder so, Ausgleichsfläche. Nicht? Also. Aber merkt man da nicht die Grenzen Ihres Vorschlags? Ich muss nochmal hier kritisch dagegenhalten. Also da ist ja da versucht man das ja umzusetzen. Dies machst du dreckig, machst du sauber. Und es wird unterlaufen. Ja, das ist genau richtig. Warum wird es unterlaufen? Weil man an der Stelle nicht genügend hart nachgreift. Also Sie können jetzt sagen, warum kriegen wir unser Bahnhofsviertel nicht in den Griff? Ja? Dann können Sie sagen, das liegt am System. Oder Sie können sagen, wir haben nicht genügend Personal, das sich da ernsthaft drum kümmert. Und so ähnlich ist es da auch. Wir haben Konzepte, die funktionieren würden. Aber wenn sich keiner hart drum kümmert, passiert das Gleiche wie im Bahnhofsviertel. Das läuft aus dem Ruder. Ja, ja, nur hart drum kümmern ist doch Regeln, ist doch die viel gescholtene Bürokratie. Und also da verstehe ich, da komme ich nicht ganz mit, was. Also ich glaube, man muss einfach verstehen, was passiert denn heute und was würde passieren in Zukunft. Nehmen Sie einen Wasserhaushalt, so. Da kriege ich einfach gesagt, 2 € für das frische Wasser und 1,99 € oder was immer für das Abwasser. Und wie ich mit dem Wasser umgehe, das ist mein Thema. Nicht? Ich kann 50 Liter verbrauchen, wenn ich es mir leisten kann, oder ich kann 10 Liter verbrauchen. Warum soll mir jetzt einer vorschreiben, wie viel Wasser ich verbrauchen darf? Der sagt einfach, das kostet so viel. Warum mache ich das beim CO2 anders? Nicht? Ganz einfach ist es nicht. Aber ja. Wie gesagt, der Trick liegt darin, dass ich durch dieses Prinzip die Recyclingindustrie zwinge, sich zu entwickeln. Beim Wasser habe ich das geschafft. Ich brauche kein Wasser mehr kontrollieren, weil eigentlich der Durchlauf sichergestellt ist. Ich habe beim Wasser eine Kreislaufwirtschaft. So, und dann brauche ich nichts mehr regulieren. Die Abwasserfirma ist dafür verantwortlich, dass es sauber gemacht wird, und ich bin dafür verantwortlich, das Ding zu zahlen. Und beim CO2 muss ich genau das Gleiche machen. Dann schauen wir noch mal nach weiteren Fragen. Hier gibt es auch schon online welche. Ich habe noch einen Punkt zum Thema der Ökonomie. Weil Ökonomie war ja jetzt mehrfach das Thema. Also man muss die Ökonomie sozusagen auf eine andere Art und Weise sich selbst reflektieren lassen. Das würde ich jetzt mal so ganz grob da einspielen. Und Sie hatten jetzt mehrfach eine Frage gestellt, die Volker Moosbrugger immer wieder mit dem Punkt beantwortet hat, was ist die Alternative? Ne? Der ich auch nur zustimmen kann, dieser Frage. Es ist nur aber mal so, dass er prinzipiell voraussetzt, dass wir von der aktuellen Ökonomie, also der neoliberalen Ökonomie, wie wir sie jetzt kennen, ausgehen müssen. Aber es gibt ja auch noch andere Ökonomien. Ja. Es gibt die Gemeinwohlökonomie, insbesondere Christian Felber. Das wäre eine Frage, die mir jetzt auch auf der Zunge brennt oder die ich gerne stellen würde.
statt jetzt sozusagen von der bestehenden ökonomischen Grundverständnis des Homo economicus, der ja hier auch bewusst ausgetrieben wurde, vorhin wurde der Begriff auch so verwendet wie so ein Beelzebub, auszugehen, was können andere Ökonomien in dem Zusammenhang tun und wie könnten andere Ökonomien, das wäre für mich jetzt auch eine Frage angesichts der vielen jungen Leute, in die Ausbildung, in die Hochschulen, in die Vermittlung hineinkommen, die einfach uns ein grundlegend anderes Verständnis von ökonomischem Umgang mit unseren Ressourcen vermitteln. Super Frage. Was können andere Ökonomien beitragen? Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich Naturwissenschaftler bin, kein Ökonome. Ich bin aber überzeugt, dass sie unendlich viel dazu beitragen können. Also ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Ich weiß nicht, nehmen wir mal das Beispiel die Kate Raworth mit ihrem Donut-Modell. Sag ich mal, die ein anderes Wirtschaftsmodell aufbaut. Die sagt, es gibt Planetary Boundaries, die kommen von den Naturwissenschaften, so und so viel CO2 kann ich in der Atmosphäre haben, so und so viele Arten brauche ich und so. Und neben den Planetary Boundaries gibt es die Social Boundaries, die muss ich sicherstellen, sonst habe ich Krieg und Ärger ohne Ende. Und meine Wirtschaft muss sich zwischen diesen zwei Randbedingungen entwickeln. Das heißt, so vom Konzept her macht es aus meiner Sicht unbedingt Sinn. Ich sehe das Problem, dass man bei diesem Konzept weder die Planetary Boundaries noch die Social Boundaries irgendwie klar definieren kann. Also bei den Planetary Boundaries bin ich sicherer, inhaltlich sicherer als bei den Social Boundaries. Aber ich kann nicht wirklich sehen, also konzeptionell gefällt mir das, aber ich kann nicht wirklich sehen, wie ich die Boundaries, in denen eine Wirtschaft praktisch eben sich frei bewegen kann, wie man das entwickeln soll, die löst sich komplett auch vom Homo economicus und sagt, wir müssen dran denken, wir sind Homo sociales, also wir haben auch Interesse an einer Gemeinschaftsentwicklung. Scheint mir alles hilfreich. Trotzdem habe ich an vielen Stellen bei ihr das Problem, wo ich sage, das, was ich jetzt hier vorgestellt habe, würde hundertprozentig da reinpassen. Also insofern glaube ich, alternative Ökonomien sind konzeptionell unglaublich wichtig, weil natürlich mein Konstrukt auf, weiß ich, 19. Jahrhundert aufbaut, nicht irgendwo. Und da sind wir an vielen Stellen weiter. Ich glaube nur, for the time being, die Welt arbeitet mit einem kapitalistischen, marktwirtschaftlichen System. For the time being, glaube ich, ist das Schnellste, bevor man jetzt irgendwie auf eine große gesellschaftliche Transformation setzt, also in den Köpfen. Das wird passieren. Da bin ich überzeugt, das passiert. Aber es braucht dann nochmal einen Schub länger. Ach so, vielleicht noch das Thema Schule. Also das halte ich für ganz essentiell, dass wir in den Schulen stärker vermitteln, wie die Welt funktioniert. Also nicht nur, wie Deutschland funktioniert oder wie die Wirtschaft funktioniert, sondern wie die Welt funktioniert. Weil wir heute einfach so gekoppelt miteinander sind. Das haben wir bei Covid gesehen, das sehen wir bei den Lieferketten und, und. Damit man auch an dieses Thema globale Gerechtigkeit mal konsequent dran geht. Dann schwenken wir vielleicht mal zu den Online-Fragen. Ja, sehr gerne. Und zwar, es fragt ein Zuschauer, wie soll eine internationale Durchsetzung gleicher Standards erfolgen? Will man zum Beispiel wenn man zum Beispiel auf die BRICS-Staaten schaut, diese Länder sind gerade erst noch dabei, den Wohlstand zu erarbeiten, den wir durch großen Ressourcenverbrauch erkauft haben, zum Beispiel beim CO2-Preis oder der Anzahl der Zertifikate. Also wie gesagt, die soziale Marktwirtschaft funktioniert ja weltweit auch nicht. Und trotzdem funktioniert sie bei uns. Wir sind ja ganz happy und führen jetzt ein Lieferkettengesetz ein, bei dem es nicht um Naturkapital geht, sondern nur ums Humankapital. Also wir sind jetzt, oder die Firmen sind verpflichtet zu prüfen bei ihren Lieferketten, ob nach unseren menschenwürdigen Standards gearbeitet wird, also ob Kinderarbeit stattfindet, ob die Arbeitssicherheit gegeben ist. Das ist jetzt die Aufgabe. So, und ich sage, wenn wir uns das zutrauen, das Lieferkettengesetz irgendwie durchzusetzen, warum schaffen wir das nicht mit dem Naturkapital? Nicht? Wir, im Endeffekt profitieren wir davon. Also ich bin 70 Jahre alt, ich habe noch so ein bisschen diese ganzen Diskussionen natürlich mitverfolgt, soziale Marktwirtschaft, wo die Wirtschaft sagt, können wir alles nicht bezahlen und das geht nicht und die Wirtschaft kollabiert.
Heute freuen wir uns alle, dass es Gewerkschaften, nicht immer, wenn die Bahn streikt, natürlich nicht nur, aber wir freuen uns über den sozialen Frieden, den wir im Prinzip haben, dass wir auch über Gehälter verhandeln, dass wir über Urlaubstage verhandeln, über Gesundheitsfürsorge und Vorsorge. Nicht, das sind alles Errungenschaften, die das Leben in Deutschland wertvoller machen. Nicht? Obwohl dann zunächst mal immer jeder sagt, ja, wie soll ich denn das bezahlen? Die anderen, die Inder machen das doch nicht. Das machen die heute auch noch nicht. Trotzdem geht es uns besser als den Indern. Nicht? Und genauso argumentiere ich mit dem Naturkapital. Ich habe Ihnen die Kurve gezeigt. Ich bin überzeugt, das geht weiter runter. Nicht? Und dieses Thema Migration, das kriegt eine Dynamik, das wollen wir uns nicht vorstellen. Und wenn wir einfach weiter so machen wie bisher, überrollt uns das in einer Dramatik. Also deswegen sage ich auch Adaptation. Nicht das, was ich vorgeschlagen habe, das ist ein langer Weg. Aber wir müssen uns frühzeitig einfach auf das, was kommt, auch einstellen. Das haben wir versäumt. Nicht? Wir wissen über das Thema seit 50 Jahren. Und haben immer nur über Mitigation und Mitigation und Mitigation geredet. Und wenn Sie die CO2-Kurve angucken, die geht nur hoch. Sie sehen in der CO2-Kurve, sehen Sie nichts von Kyoto, Sie sehen nichts von Paris, nicht? Psst. Auch dieses Jahr ist es nochmal hochgegangen, nicht? Also der einzige Exkurs war irgendwie Covid, nicht? Und hatten wir noch eine Online-Frage? Ja, haben wir noch. Und zwar eine Stellungnahme: Hat die ökologische Problematik nicht eher etwas mit unseren Werten, mit dem, was wir als Lebensstandard und Status voraussetzen, zu tun? Wir brauchen jeder einen PKW, 24 Grad in der Wohnung und so weiter. Und ich würde dem Ganzen noch die Frage anschließen. Du sagst, man kann sich im Prinzip, man kann sich nicht freikaufen, aber man bezahlt, was man verbraucht. Könnte das nicht im Zusammenhang damit die sozialen Ungleichheiten nicht noch verschärfen? Also das Thema soziale Ungleichheiten ist natürlich irgendwo ein Schlüssel, wie bei allen Maßnahmen, die man ergreift. Nicht? Und ich sagte ja, ich habe das ja immer so als Ceterum censeo zugeschrieben, man braucht irgendwo diesen sozialen Ausgleich. Den muss man aber über Steuern machen, damit der Effekt, ich will Naturkapital, Verbrauch minimieren, dann reduziere ich meinetwegen die Steuern, die auf mein Einkommen gesetzt werden, zum Beispiel um Schulen und Straßen zu bauen. Die reduziere ich aber nicht meinen, also die würde ich reduzieren und nicht mir einen Bonus geben, dass ich mehr CO2 verbrauchen kann und nicht fürs Aufräumen zuständig bin. Nicht? Und das Thema Werte, das sind wir wieder bei dem, was Sie vorhin schon angesprochen haben. Da bin ich natürlich dabei, nicht? Das liegt ganz wesentlich auch an Werten. Deswegen plädiere ich ja auch so, nicht nur den Homo economicus mal ein bisschen auf die Seite zu schieben, sondern auch das BIP, das GDP auf die Seite zu schieben und dieser Inclusive Wealth Index oder die Grünen arbeiten unheimlich gern mit dem Nationalen Wohlfahrtsindex, der das auch in die Richtung geht. Und dann sieht man eben, wenn Sie das tun, dann sehen Sie das BIP, GDP, das geht hoch. Unser Naturkapital geht insgesamt runter. Und über die letzten Jahre ist der Inclusive Wealth Index, der ist fast gleich geblieben. Wir alle haben irgendwie das Gefühl, wir haben mehr in der Kasse. Aber wenn Sie das integrieren über Ihre Gesundheit und Stress und Wohlbefinden und, dann ist eben der Anstieg nicht so stark. Also es hängt mit Werten ganz klar zusammen. Ich sage nur, wenn wir bei den Werten ansetzen, dauert das ewig. Ich meine, die katholische Kirche hat ja ewig versucht, alle katholisch zu machen, ist ja nicht gelungen. Nicht? Das wird lange, lange dauern. Das Wirtschaftssystem funktioniert, das ist der Hauptverursacher. Also muss ich da jetzt zunächst auch mal pragmatisch ansetzen und sagen, einfach Naturkapital wird erhalten, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr müsst nur die Kreislaufwirtschaft sicherstellen. Da ist noch eine Frage und noch 4, 5. Dann hier die. Ja. Wir sind gleich.
Hansen vom BUND. Herr Professor Moosbrugger, ich komme nochmal auf diesen Rindfleischbalken zurück. Ich wundere mich, warum Sie nicht ein einfaches Mittel genannt haben, dass wir einfach weniger Fleisch essen. Das würde ja da schon mal sehr gut helfen und da kann eigentlich jeder einsehen, dass es besser ist und man ernährt sich nicht schlechter, wenn man weniger Fleisch isst und wenn man darauf verzichtet, jeden Tag Fleisch auf dem Teller zu haben, zumal wenn es noch Rindfleisch ist. Aber die zweite Frage, wenn ich die noch dazugeben darf, ist, wenn Sie von dem Regenwald reden und die Anwendung Ihres Modells auf die Lieferkette von meinetwegen Soja zu uns. Dafür wird da drüben Regenwald abgeholzt. Aber wenn man das ändern will in dem Sinne, dann muss man ja mit der Regierung in Brasilien auch irgendwelche Vereinbarungen treffen. Die müssen es einsehen, man muss es kontrollieren, dass sie nicht hinterher den Wald doch nicht aufpflanzen. So, das ist doch ein sehr komplexer Vorgang. Also zum ersten Thema, überhaupt nichts dagegen, dafür zu plädieren. Ich nehme nur an der Stelle das viel einfachere und viel wirkungsvollere Mittel, und das ist der Preis. Seit ich über so Themen rede, kommt immer das Thema Weltbevölkerung. Ist es nicht das Wichtigste, dass wir die Weltbevölkerung stoppen? Soll ich jetzt hingehen und den Leuten sagen, ich soll keine Kinder mehr kriegen? Das beste Verhütungsmittel ist Geld. Machen Sie die Leute vermögend, gebildet und dann kriegen sie automatisch irgendwo null groß. Und genauso ist es auch bei dem, ich habe gar nichts, im Gegenteil, ich will ja dahin, nicht? Aber ich will jetzt nicht die Leute überzeugen oder so, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, jedem Einzelnen zu erklären, wie er sich zu ernähren oder fortbewegen oder wie viel Wasser er verbrauchen soll, sondern ich sage, wenn ich eine Kreislaufwirtschaft habe, dann ist es doch egal, wie viel ich verbrauche. Dann ist es mein Thema. Wenn ich das zahlen kann, dann ist es mein Thema und geht niemand was an. Also es ist einfach ein sehr liberales Konzept, was nur sicherstellt, dass die Kreislaufwirtschaft funktioniert. Nicht? Und das Thema mit Soja oder so, letztlich sag ich mal, könnte man das genauso gestalten, wie wir es beim Lieferkettengesetz machen. Es ist ja auch nicht so, dass wir dann dort verhandeln, die Firma X liefert mit Kinderarbeit und dann verhandle ich mit denen, dass sie die Kinderarbeit aufgeben. Nee, ich darf dann, solange die Kinderarbeit hat, darf ich von denen nichts beziehen. Und so könnte ich es ganz einfach machen. Sorry, wenn ihr das nicht sicherstellen könnt, dass ihr das macht, kann ich von euch nichts beziehen. Nicht? Aber man muss immer im Kopf haben, nicht? Das System geht nicht von schlecht zu gut innerhalb von 5 Tagen oder irgend sowas. Das ist ein Prozess, das braucht schon Jahre. Wie lange haben wir gebraucht, um soziale Marktwirtschaft zu entwickeln, bis sie einigermaßen funktioniert und jetzt vielleicht an verschiedenen Stellen hypertrophiert, nicht? Das kann man ja auch sagen. Also man muss aber auch an irgendeiner Stelle mal anfangen mit dem, nicht, der Mindshift damals war, sag ich mal, mit Beginn des 19. Jahrhunderts, Menschen sind auch was wert. Also sie sind nicht nur Produktivkraft, sondern sie sind auch was wert. Und hier muss ich den Mindshift hinkriegen, Naturkapital ist auch was wert, das ist nicht beliebig da. Ja, also mein ich Punkt... Ich sorge gleich für ein Mikro, dass man noch weiter nach vorne kommt. Können Sie gleich eins, das man nach vorne bringen? Mein Punkt ist folgender. Also zum einen bin ich voll bei Ihnen. Ich denke, das muss auf den Preis drauf. Und ich denke auch, wenn Sie sagen, ja, aber wie machen wir das? Da denke ich, ich denke nur mal an Zone 30 und die Blitzer. Also wenn jemand schneller fahren will, kann er das gerne tun. Er muss halt nur mit den Konsequenzen rechnen. Insofern denke ich, ist es einfach, okay, wir brauchen natürlich eine Struktur, die das sozusagen überprüft. Okay, so viel hast du an Natural Capital benutzt, das musst du ausgleichen. Und wenn du es nicht tust, dann gibt es eben nochmal eine Strafe. Der einzige Punkt eben ist der Ansatz, wenn man das jetzt sozusagen relativ zügig einführen würde, sehe ich schon, dass das soziale Gap eben zu sehr groß wird. Klar können die meisten hier im Haus, im Raum, würde ich sagen, sich auch ein schönes Filet, das dann eben 10 Euro, sage ich mal, 100 Gramm kostet, auch leisten. Ja? Und dann macht man es eben nicht einmal in der Woche, sondern dann sagt man, man macht es eben nur einmal im Monat oder wie auch immer. Aber die große Masse hat eben dann
trotzdem kein Geld. Also insofern denke ich, oder eben sich dann tatsächlich auch nur einmal in der Woche vielleicht eben auch nicht das Filet, sondern eben dann nur in Anführungsstrichen das Schnitzel zu kaufen. Insofern denke ich, muss im Ansatz da drin sein, ja, wir haben eben on top of dieses Nature Capital, muss ich vielleicht auch nochmal was draufsetzen an Human Capital, dass ich genau die Leute mitnehme, damit sie das verstehen. Und das nächste ist, um das Soja-Thema noch kurz aufzunehmen, denke ich, also ich finde es toll, dass es ganz viele junge Menschen gibt mittlerweile, die entweder vegan sind oder die eben darauf achten, was sie essen. Das Einzige, was mich ein bisschen daran irritiert ist, nur allein vegan zu essen, da sollten Sie mal auf die Produktpalette reingucken, was da drin ist. Das ist auch nicht unbedingt so gesund. Also ich mache es nicht genau aus dem Grund. Und man kann natürlich gucken, wo kommt denn mein Soja her? Mittlerweile muss ich nicht unbedingt den Soja nehmen, der aus Brasilien kommt. Deswegen esse ich zum Beispiel kein Soja. Nur dann, ich weiß zum Beispiel, es gibt ein Hofgut am Bodensee, die machen Soja. Mittlerweile gibt es Soja aus Deutschland, es gibt Soja aus Europa. Also bin ich als Konsument, kann ich kritisch sein und kann sagen, ich gehe zu meinem Thai und sage, wo hast du dein Soja her? Oh, der ist nicht aus Europa, schade. Ich würde gern bei dir Soja essen, denk mal darüber nach, vielleicht kostet es auch ein bisschen mehr, aber dann habe ich eben die Produktlieferkette wesentlich reduziert und kann sagen, na, dann nehme ich eben den aus Europa. Wir haben auch eine gewisse Macht und wenn wir das haben wollen, und da habe ich eine große Hoffnung auch an die jungen Menschen, dass man sagt, ja, wir kommen wieder zurück und das geht dann zahlt dann auch wieder an die Deglobalisierung, dass ich sage, es gibt auch Sachen, die ich hier mittlerweile... Okay, ich muss vielleicht auch keine Avocados essen. Ja, also das geht dann in die Richtung, wo ich sage, ein paar Einschnitte muss ich vielleicht dann tatsächlich in Kauf nehmen. Aber an sich, denke ich, ist es nur so möglich. Aber die Politik scheut sich, diesen Schritt zu tun. Und jedes Jahr, dass wir weiter warten, gehen wir weiter in die Katastrophe. Danke. Also vielleicht war ja mehr ein Kommentar oder Perspektive. Mein Prinzip an der Stelle ist, wir haben eine hohe Diversität. Jeder hat andere Vorstellungen. Und die, finde ich, die muss man erhalten lassen. Wenn einer gerne sich nur von Fleisch ernährt, so what? Wenn er sicherstellt, dass der ökologische Kreislauf und das Naturkapital erhalten bleibt, ist es seine Verantwortung, dafür zu sorgen, was das mit seinem Body macht oder sonst wie nicht. Ich sehe das, dass mehr und mehr Leute tatsächlich jetzt auf diese Themen gucken. Ich wollte aber auch deutlich machen, man darf sich nicht in die Tasche lügen, weil in allem, wo Öko draufsteht, auch viel externe Kosten mit dabei sind, weil wir die nicht offenlegen. Dann kommt halt irgendwie aus ökologischem Anbau und dann denke ich, das ist besser, das ist vielleicht auch ein bisschen besser, aber es ist weit davon entfernt, gut zu sein. Nicht? Also an dieser Transparenz über die externen Kosten wird man nicht vorbeikommen, glaube ich. Da die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, würde ich sagen, jetzt ist die letzte Fragenstellchance und wir sammeln einfach mal die Fragen und Sie versuchen in einem Rundumschlag, was Sie können, zu beantworten. Okay, dann beeile ich mich. Ich bin Architekt, Hab ist mein Name. Wir haben auch eine Weile schon zusammen über das Thema des Bauens geredet. Fakt ist, dass wir in Deutschland, eigentlich glaube ich in ganz Europa mittlerweile eben an eine Grenze stoßen, insofern als wir überhaupt gar nicht mehr bauen können, kostendeckend oder jedenfalls nicht zu vertretbaren Mietpreisen, mittlerweile in Frankfurt über 20 Euro. Insofern ist also schon der Punkt angekommen, wo wir so teuer sind, dass eigentlich irgendeine Externalisierung oder eine Internalisierung der externen Kosten in die Bauproduktion dazu führen würde, dass der Kollaps nur noch dramatischer wird, als er jetzt eigentlich schon ist. Es gibt also in dem Sinne nicht diesen Notausgang wie bei der Ernährung, dass man sagt, also ich wechsle jetzt von Rindfleisch auf Schweinefleisch und wenn ich das nicht mehr bezahlen kann, dann esse ich halt nur noch irgendwie Müsli. Dann funktioniert es irgendwie auch mit dem Geldbeutel. Das ist, wie soll man sich das vorstellen für die Bauindustrie, die ja essentiell, also ich meine, wir wollen ja alle ein warmes Dach über dem Kopf haben und im Moment gibt es ja so einen großen Druck, dass selbst der Herr Kanzler schon der Meinung ist, wir brauchen 20 neue Riesenbaugebiete, wo wir genau die Fehler machen würden, die wir in den 70er Jahren, als wir es begonnen hatten mit dem dramatischen Abstieg, wiederholen würden. Und das ist, finde ich, glaube ich, schon ein großer Baustein, den wir da angehen müssten. Achso, wir sammeln. Wir sammeln, würde ich sagen. Ja. Genau.
Also ganz kurz, ich bin eine Schülerin und ich habe mir eben auch die Frage gestellt, also Sie haben die eine Frage auch noch nicht aufgegriffen von ihr, ich kenne Ihren Namen nicht mehr, sorry. Und die Frage der Bezahlung und es kam auch noch das Thema soziale Ungleichheit auf. Und da habe ich mich eben gefragt, wie sollen Leuten, also zum Beispiel Senioren, die jetzt Rente beziehen oder Bürger, die eben Bürgergeld beziehen, wie sollen sie denn überhaupt diesen ganzen externen, die ganzen externen Kosten denn bezahlen und finanzieren? Also manche Menschen leben ja bereits jetzt an ihrem Existenzminimum, sage ich jetzt mal. Und wie soll das funktionieren, ist meine Frage. Danke. Was halten Sie vom sogenannten grünen Wasserstoff als mögliche technologische Teillösung zum Problem? Danke. Ja, jetzt sind schon ganz viele Fragen, die ich habe beantwortet worden oder zumindest behandelt worden. Bleibt mir noch ein Detail. Sie schreiben so nebenbei, sagen wir, unsere Klimakrise und die Übernutzung der Ressourcen führt zu Krieg. Und dann sagen Sie, jetzt haben wir ja viele Krisen und auch Kriege. Und der Hauptkrieg, der mir jetzt einfällt, ist der Angriffskrieg von Russland gegenüber der Ukraine. Und da gibt es viele, die eine Verbindung ziehen und sagen, naja gut, das ist dann der Kapitalismus. Aber das ist doch zu einfach. Müssten Sie das nicht sauberer argumentieren und sagen, welche Art von Konflikten kommen? Ja, das wäre meine Frage. Gut, jetzt habe ich vier Fragen. Gehe ich mal dran. Ne? Ja, gehen Sie mal ran. Also, erster Punkt, bauen. Ich glaube, wenn man in die Richtung gehen will, wo man wirklich sagt, kein Naturkapital verbrauchen, dann muss ich schon auch auf der anderen Seite, also und ich will letztlich in diese Kreislaufwirtschaft hinein, dann muss ich schon auch über bestimmte Bauvorschriften nachdenken, was alles Sinn macht. Also vieles ist natürlich deswegen teuer, weil ich unendlich viele Vorschriften habe, was ich alles haben will. Und das müsste ich gegebenenfalls eben dann lockern und dann einfach stärker auf dieses abzielen, was diese Kreislaufwirtschaft beim Bauen letztlich sicherstellt. Trotzdem kann es natürlich sein, das funktioniert so nicht. Dann kann ich an der Stelle gleich die Frage der jungen Dame beantworten, sozialer Ausgleich. Das müsste ich dann machen, wenn ich, man muss ehrlicherweise sagen, die meisten Leute machen diese Berechnung nicht sauber. Ich muss die Erstellung berechnen, ich muss die Lifetime berechnen und ich muss die Depositierung, also wenn ich das nachher entsorge, muss ich berechnen. Und daraus kriege ich letztlich nachher, wie groß das Naturkapital in Anspruch genommen wird. Also aus meiner Sicht könnte es sein, wenn man das ordentlich rechnet, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du jetzt gedacht hast. Aber wenn es denn so wäre, dann muss ich an diese soziale Lösung gehen. Und da würde ich dann einfach sagen, ich beziehe das jetzt mal aufs CO2. Also gegriffen, der normale Preis wäre 1.000 Euro. Dann könnte man sagen, okay, die vermögenden Leute zahlen statt 1.000 Euro 2.000 Euro und diese 2.000 Euro, 1.000 Euro werden genutzt, um CO2 zu recyceln und die anderen 1.000 werden genutzt, um den sozialen Ausgleich für die herzustellen, die das nicht finanzieren können. Also ich muss einfach den CO2-Preis, könnte ich also sozial erhöhen, um es sozial abzufedern. Ich könnte es auch über Steuern beim Einkommen oder so machen, nicht? Also die Möglichkeit gibt es und das muss der Weg sein. Wir machen das ja in ähnlicher Richtung. Dann war noch das Thema grüner Wasserstoff. Grundsätzlich ist Wasserstoff natürlich ein wunderbarer Energieträger, weil eben, wenn ich die Energie gewinne, habe ich Wasser und das ist super. Und entscheidend ist eben, wie erzeuge ich den Wasserstoff und was entsteht dabei? Also da geht es auch wieder um die ganze Produktionskette und da geht es auch um die Apparate, die ich da nutze. Also nicht nur, was ist der chemische Prozess dabei, sondern letztlich, was für Geräte brauche ich, woher kommen die, wie werden die gewonnen, wie werden die recycelt und, und. Und da habe ich keinen Überblick. Also grundsätzlich, Wasserstoff ist immer super als chemische Reaktion, aber wo am wenigsten Externalitäten entstehen, das kann ich gar nicht sagen, weil man da wirklich ganz genau hingucken muss. Dann noch das Thema Krieg, da haben Sie völlig recht, das ist salopp
argumentiert, aber ich will noch mal ein bisschen gleichwohl ein klein bisschen dagegen halten. Also der größte Krieg mit viel mehr Toten findet in Afrika statt und nicht in der Ukraine. Das kümmert uns alle nicht, was im Jemen passiert. Das nehmen wir nicht wahr. Und das ist ja genau das, was man uns vorwirft. Wenn in der Ukraine irgendwas passiert, dann steht nach den Europäern die Welt still. Wenn wir 10, 20 Jahre im Jemen Kriege mit Millionen Toten haben, dann interessiert sich kein Mensch dafür. Also es ist nicht so. Dann aber gleichwohl noch ein Wort zur Ukraine. Ich glaube schon, dass es mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängt. Und zwar nicht, es gibt immer Despoten, die eine kriegerische Lösung in Betracht ziehen. Und die suchen sich eine Zeit aus der maximalen Schwäche, wo sie das Gefühl haben, da habe ich am ehesten Erfolg. Und welche Zeit hat sich Herr Putin ausgesucht? Neue Wahl. Also wir hatten eine neue Regierung, die das Thema Transformation und Sparen und eben große Transformation sich vorgenommen hat. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben dieses ganze Thema, also Ressourcenknappheit, ein großes Problem ist und die Russen sitzen drauf. Also unmittelbar hängt es nicht damit zusammen, mittelbar hängt es aus meiner Sicht zusammen. Und ich könnte mir, also eine meiner Sorgen ist, dass irgendwann vielleicht Xi Jinping auf die Idee kommt, das ist doch die beste Zeit jetzt, um Taiwan zum Beispiel, das Problem Taiwan mal zu lösen oder so. Also wir sagen, das sind dann so Dominosteine, die nacheinander an der Stelle fallen. Machst du dreckig, machst du sauber. Einfaches Prinzip, wie kriegen wir das in unser Wirtschaftssystem rein, in unsere Köpfe rein? Eigentlich haben wir es ja alle irgendwie schon in den Köpfen. Es ist so intuitiv drin, wir müssen es nur schaffen, das auch irgendwie in unsere Institutionen und in wie wir die Welt so organisieren, umzusetzen. Danke für diesen spannenden Abend, Volker Moosbrugger. Danke Ihnen allen fürs Kommen. Applaus